Wirst du mich mal aussprechen lassen? Ja, Jesus Christus wird uns erlösen und Jesus zeigt eure Wunder. Ich schwöre bei Gott, alle Muslime werden euch hinterhergehen. Sogar die Muslime, ihr habt nichts. Wirst du mich mal aussprechen lassen? Menschen auf dem Gewissen. Ja, wirst du mich mal aussprechen lassen? Ihr habt 6 Millionen Juden. Ey, stumm dir doch mal kurz. Lass mich mal aussprechen. Das sind eure Wunder gewesen. Lass mich aussprechen. Ja, kick den doch einfach. So, man kann nicht mit dem reden. Kick den doch einfach. Ey, man kann nicht mit dem reden. King Mimi, hab doch mal ganz kurz Anstand und hör mir mal zu, bitte. Ich bin die ganze Zeit Anstand, aber wenn du jemand lässt sagt, du bist Aborigine und weiß ich was, warum hast du ihn nicht ihn gesagt? Du lass mich doch mal ich aussprechen. Ich hab dich gerade was gefragt, warum hast du ihn nicht gesagt, hör auf mich zu reden. Jetzt redest du mit mir, ich soll Anstand haben? Ich will doch drauf antworten. Mr. Christi. Ich will doch drauf antworten. Hat gesagt, du bist Aborigine. Wenn ihr euch schon gegenseitig verteidigt... Nein, Abu Jeneri, das ist ein islamischer Titel. Das Richtige würdest du ihnen auch die Christen sagen. Ey, das ist nicht gelungen, Herr. Das ist nicht Herr, unser Glaube. Das verhüllt unser Glaube. Das hast du nicht gemacht. Lass mich zuhören, bitte, Herr. Amen. Hörst du mir zu, King? Nein, ich höre dir nicht zu, weil du bist der letzte Dreck für mich auch. Weil ich habe dir gerade was gesagt, du hast mir nicht mal zugehört. Ey, kick den doch einfach. Ich will doch darauf antworten. Dem kann man gar nicht reden. Ich will dir doch darauf antworten. Ich will Wunder. JS, das solange ist nur Gequatsche ist, habe ich keinen Bock zuzuhören. JS, dann geh raus. Ich gehe raus. Verfickt euch eure Penner-Scheiß. Bitte, der Herr segne dich. Der Herr segne dich. Der Herr segne dich. Alter, was für ein Krank. Möge der Herr sein Herz öffnen. Möge der Herr. Möge der Herr. Ist ja eine Wundertüte raus beim Schrank. Glaubst du mir das? Dass euch vielleicht ins Paradies bringen. Mit den 72 Jungfrauen? Nein, danke. Dass ihr endlich mal mit dem Propheten rein. Kommt. Ich wünsche euch, dass ihr wieder zurück zu den Glauben geht und euren Jesus Christus, der niemals ein Wunder euch zeigen wird. Und am Ende laut werdet Koran ihr sehen, dass das Jesus Christus doch ein Moslem kurz, ist. Laut Koran hat aber auch Wunder angearscht. Und dann werdet ihr die Beine küssen, dass ihr überhaupt in den Islam reinkommen könnt. Das verspreche ich euch. Für jeden Christen, der denkt, ich rede gerade hart, der Herr hat selber die Pharisäer als Heuchler betitelt, die etwas sagen und dennoch nicht machen. In seinem Koran steht, dass der Herr Jesus Christus Wunder vollbracht hat, als einziger diese großen Wunder vollbracht hat, dass er Leben geschenkt hat. Und er sagt, er hat kein einziges Wunder getan. Also er kennt Moses den Koran, hat auch er kennt die Bibel nicht. Er hasst Koran Gott, drin. Er will Gott nicht kennenlernen. King Mimi, geh weiter deinen Schild. Hör doch mal zu, Moses hat auch Wunder gezeigt. Ja, was hat Mohammed denn gezeigt? Hat er hat das, zeigt mir, ob er das geschafft hat, Jesus hat Christus, Mohammed, der Al-Habama, ob er das mir aufgesplittert hat in zwei Hälften. Hat er nicht geschafft, das hat Moses gemacht, der war kein Gott. Er war ein normaler Prophet. Was und ist stärker krasser? Als Jesus Christus. Das, mehr zu das ist wirklich Leben eine Blamage für euch. Was ist krasser, Leben zu geben oder das Meer zu spalten? Ich hab nicht, was? Was hat Mose gesagt, bevor das Meer gespalten worden ist? Was hat er gesagt? Er hat mit seinem Stab da irgendwas gemacht. Und irgendwas dann hat er gemacht, das Meer, irgendwas hat er gesagt, Gott, lass das Meer. Aber er hat nicht zu Jesus gesagt, er hat zu jetzt Gott. Bleib doch mal. Weil ihr sagt ja selber, er ist ja der Sohn Jesus Christus. Er hat nicht zu dem Sohn gesprochen, er hat zu Gott gesprochen. Darf ich jetzt er mal hat sagen? Nicht noch zu Jesus gesprochen. Merkt ihr das? Er hat zu dem Vater Gott gesprochen. Hat ihm gesagt, mal in deiner Stab. Bibel rein. Schlag da auf dieses Wasser und es wird sich teilen. Gott hat ihm diese Macht gegeben. Ja, aber nicht so, Jesus Christus war das. Das hat jetzt war Jesus Gott. Gesagt? Hat jetzt Jesus gesagt? Doch, natürlich war das der Jesus Christus. Der Jesus Christus, der geht kacken, Alter. Der ist für mich kein Gott. Ein Gott, der kacken geht, ist für mich kein Gott. Guck mal, jetzt wird es verspottet. Ey, bitte, schmeiß den raus. Sag mir, ich geht raus. Jesus Christus scheißen, ja oder nein? Das über Jesus Christus. Hat er gekackt? Ja. Oder nein, er war in seinem Leben. Ey, ihr macht euch schuldig, wenn ihr nicht nach Kacke. Ja, ich kann ihn doch nicht rausschmeißen. Was soll ich denn da machen? Reza, kannst du mich rausschmeißen? Ja, das Problem. Evangelist, lieb mich. Was soll ich machen? Er mag mich einfach. Wenn ich immer, der lässt mich immer rein. Reza, schmeiß ihn raus. Er lästert den Herrn. Was ist das? Ich kann ihn nicht Jesus Christus ist ein Prophet, kein Herr. Verstehst du? Er ist ein Prophet und Gott sei Dank, dass er auch ein Prophet ist. Er meint, er spricht ja jetzt, weil wenn er wirklich ein Herr wäre, wir können ihn nicht rausschmeißen, Geschwister, wir können ihn nicht rausschmeißen, denn er ist nicht da. Und dass er an den Kreuz da genagelt wird, ist das so eine Blamage für alle Menschen auf dieser Welt. Guck mal, nimm mal jetzt Bush,
und sagt ihm, wir wollen dich am Kreuz nageln, der wird ganz endlich Amerika mal, schweig im Namen des Herrn. Was redet denn die ganze Zeit von Amerika? Nein, Gott kann doch nicht mal Jesus. Schweig. Geh doch mal nach Amerika. Er nimmt die Sünden auf der Welt für euch auf. Was ist das für ein Gott? Dann ist der Gott, der Vater, richtig schwach, weil er kann auch die Sünden von uns aufnehmen ohne Jesus. Wir können ihn nicht stummen. Danny, wo bist du ja? Danny, schmeiß ihn mal raus jetzt. Ich ficke deine Mutter, du Hurensohn. Hey, was für kranke Leute. Ja, Gott segne dich. Ach, ihr müsst den segnen, nicht. Ja, der Herr segne dich. Der Herr segne dich. Ja, das ist voll besessen, voller böser Geister. Ja. Möge der Herr. Man hat sofort gemerkt, Halleluja. Dass da ein anderer Geist aus ihm spricht. Ne? Ja. Auch die Stimme, dieses. Voll. Der Herr hat uns geholfen. Er ist raus. Ja, daran merkt man, wenn man das Evangelium nicht hören möchte und nicht die Brüder aussprechen lässt, weder Reza, Abula oder mich irgendwie auf irgendeine Sache einzugehen, merkt man den Geist, der hasst Gott, er will von Gott nichts wissen. Und mögen wir alle für ihn beten, für jeden Menschen, der den Herrn nicht aufrichtig sucht, denn wir sind alles lebendige Zeugnisse. Ich habe Jahre gebraucht, dass der Herr, dass ich den Herrn angenommen habe, ja. Es ist niemals etwas, was von jetzt auf gleich kommt, denn wenn einer einen Traum von dem Herrn hat, dann ist es eine sehr, sehr große Gnade. Aber was sagt der Herr denn zu Thomas, als er ihn gesehen hat? Er sagte, du glaubst, weil du mich siehst, aber glückselig sind die, die nicht sehen und dennoch glauben. Und diese Glückseligkeitssprüche, das ist eine große Gnade und wir sind sehr, sehr gesegnet für jeden Einzelnen. Und wenn man an Wunder und Zeichen oder die Wunder und Zeichen braucht und der Herr weiß ganz genau, dass du durch diese Wunder und Zeichen zum Glauben findest, dann glaub es mir, der wird dir diese zeigen. Aber wenn du von vornherein sagst, mein Wille geschehe, ich will jetzt, dass der Bruder Reza die Wolken spaltet, dann bitte ich, also komm, bitte, betet für ihn und möge der Herr sein Herz nicht verschließen. Denn es gibt eine individuelle Gnadenzeit und so wie der Pharao auch sein Herz verschlossen bekommen hat, so kann er auch sein Herz verschließen. Mögen wir davon beten, dass es nicht passiert. Amen. Ja, oder vielleicht ist das auch schon längst passiert, man weiß es nicht. Ja, deswegen sage ich ja, möge er nicht. Ne? Und das kann sein natürlich, Bruder, jetzt hundertprozentig, dass es schon passiert ist. Was ich leider glaube, aber ich möchte es nicht aussprechen, denn das weiß der Herr alleine. Und mögt ihr alle den Herrn aufrichtig suchen und er wird euch antworten. Denn jeder, der ihn anruft, so wird er erhört und nach seinem Wille, nicht nach unserem Wille, ja, nach seinem Wille. Ja, dieses und ich möchte auch erzähl, Bruder. Hochmut von ihm, ne? Ja, sorry, wenn ich ja, voll. Aber ja, wie der Teufel den Herrn versucht hat. Schmeiß dich von der Klippe und dann gucken, ob dich die Engel retten. Genau diese Worte hat der Teufel benutzt, um den Herrn in Versuchung zu bringen. Und aber diese Hochmut, ja, der soll kommen und von mir Wunder tun. Mhm. Also aber wieso wendet er nicht so eine Haltung Maßstäbe, kannst du zu Gott kommen? Ne? Niemals. Aber wieso wendet er dieselben Maßstäbe nicht an seinen Gott, an seinen Allah? Das verstehe er ich. Er hasst Gott, Bruder, er hasst ihn. Ja, weil er ungerecht ist. Also sein Mohammed, der muss nichts machen, aber Jesus muss für ihn extra was machen. Ja. Das ist einfach nur heuchlerisch. Ein ganz ungerechter Mensch, der eben vom unreinen Geist eben geführt wird und der Heilige Geist hat ihm erst also seine Gesinnung uns offenbar gemacht. Der hat seine Ungerechtigkeit offenbar gemacht, seinen Hochmut und eben, dass da ein unreiner Geist den Herrn versuchen möchte. Also drei Ebenen hat der Heilige Geist ihn uns gezeigt, drei Phasen, drei Ebenen. Und natürlich dieses letzte Wort, ich äff deine Mutter, ja, das ist ja absolut dämonisch, sowas. Das ist durch dämonische Einfluss, solche schlimmen Wörter zu sagen. Damals, als ich noch im Fleische gewandelt bin, als ein dreiler Mensch, glaub es mir, ich wäre sowas von drauf eingegangen, hätte alles, keine Ahnung was, aber ich sage dir ehrlich, vom aufrichtigen Herzen, der Herr segne ihn und möge ihn wirklich, wenn er sein Herz nicht schon verstockt bekommen haben, ihm das geben, was er braucht, um den Herrn zu finden oder anzunehmen. Und wir sollen ihn nicht in Versuchung bringen. Ich wollte so viele Verse ihm geben, dass genau das, was er tut, teuflisches, antichristisches und der antichristliche Geist, der in ihm ist,
will es gar nicht hören. Und das ist gar nicht wertend gemeint, das ist wirklich das, was das Wort Gottes sagt. Ich bin nur ein Diener des Herrn. Und, aber vergiss nicht, eigentlich, ihr hättet den schon längstens rausschmeißen müssen, weil es gibt doch diesen Vers. Ich kann es doch nicht, Bruder. Aber warte mal kurz, es gibt doch diesen Vers, wirft die Perle nicht vor die Säue, weißt du? Ja, aber ja, ich kann aber ihn doch nicht rausschmeißen. Der Heilige Geist, genau, der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass der Dennis jetzt, also der Heilige Geist hat diese Situation ausgenutzt, um seine Gesinnung zu offenbaren. Sonst hätte man die Gesinnung vor diesen 270 Leuten nicht sehen können. Er muss seine Gesinnung offenbaren. Ja. Damit die Menschen das sehen, was er für einen Geist hat. Definitiv. Ja, dass der Islam ihn zu so einem Menschen erzogen hat. Das findest du auch komischerweise nur im Islam, ne? So welche Punkt Mutter und ich habe noch nie von einem aufrichtigen Christen gehört, ich Punkte oder du bist ein weiß, habe ich noch nie gehört. Noch nie. Guck mal, das kommt alles von ihrem Buch, das kommt alles vom Koran. Hass und Feindschaft gegen die Ungläubigen. Die Ungläubigen sind schlimmer als Tiere, schlimmer als das Vieh. Das kommt alles von seinem Buch. Als ich noch damals Moslem war, habe ich ja jeden Tag, ich effe deine Mutter gesagt. Aber ich war hatte ja diesen islamischen Geist. Ich will mal was vorlesen, Geschwister. Genau wie er. Ich möchte mal was vorlesen, damit auch die Menschen genau wissen, wie oder warum er gerade auch so denkt oder geredet hat. Schau mal, in Römer 10 steht etwas Wichtiges. Hier steht ab Vers 12, lese ich vor, Römer 10 ab Vers 12. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber, das ist jetzt wichtig, den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie liebliche sind die Füße derer, die Frieden verkünden und Gutes verkünden. Amen. Das heißt, er sagt, ich rufe ihn an, ohne dass er an ihn glaubt. Und das ist die Prämisse dafür, dass du erhört wirst. Wenn du sagst, ja, zeig mir Wunder, aber du glaubst nicht mal an die Wunder, die er schon getan hat, ja, wie soll der Herr denn diese Nummer, die du gewählt hast, du rufst ins Nichts. Und somit müsst ihr an ihn glauben, dass du sagst, Herr Jesus Christus, wenn du wirklich, ja, und ich will daran glauben, dass du dies und jenes getan hast, dass du dies und jenes. Er glaubt an sich selber. Eigentlich Amen. Ist er unbewusst darüber, dass er denkt, der ist selber Gott. Weil wenn du mit Gott so sprichst, ey, komm mal her von mir und tu mal ein bisschen Wunderzeichen, dann mache ich mir noch einen Kaffee dabei. Jetzt tanz mal von mir, Bauchtanz. Wenn jemand mit so einem unendlichen Hochmut mit Gott spricht, dann hat er ja gar nicht den Glauben an Gott, sondern er glaubt an sich selber, dass er der Höchste ist. Weil wenn du mit 100%. Gott so sprichst aus dieser Perspektive, wer soll er dann noch über dir stehen? Du stehst doch schon über Gott. Wenn du zu einer Frau sagst, hey, komm her, tanz mal von mir Bauchtanz, dann schmeißt du so einen 20er hin, dann stehst du in dem Moment über diese Frau, richtig? 100%ig, Bruder. Ich bin voll bei dir, Amen. Ja. Genau das ist das. Er stellt sich über ihn und sagt, als ob der Herr sein Knecht ist und sagt, zeig mir jetzt. Ja. Ja. Ich möchte noch was vorlesen. Viele Menschen sind sich unbewusst darüber, die laufen dann die ganze Zeit hier um uns herum, die glauben nur, dass sie selber Gott sind, die Höchsten auf dem Universum. Hier steht einfach... Das heißt sogar so weit, dass sie wissen, dass es einen Gott gibt, aber sie denken in sich selbst, ich weiß, dass es dich gibt, aber ich bin heftiger als du. So schlimm ist die Sache. So schlimm ist die Sache. So ist die Welt verdorben gewesen. Ja, Brett. Ich lese mal einmal kurz aus dem Psalm 116 noch was vor. Ich liebe den Herrn, denn er hat erhört meine Stimme und mein Flehen. Denn er hat sein Ohr zu mir geneigt, darum will ich ihn anrufen mein Leben lang. Die Fesseln des Todes umfingen mich und die Ärgernisse des Totenreichs trafen mich. Ich kam mit Drangsal und Kummer und so weiter. Amen. Das heißt, manchmal oder oft im Leben ist es so, dass du erstmal in diesem glücklichen Drangsal fallen musst, denn der Herr ist nicht gekommen für die Gerechten, sondern für die Kranken. Das heißt, wenn du dich aber so hochmütig fühlst, wie der Bruder Redner gerade gesagt hat, er ist der Gott selbst und er ist gerecht selbst.
Ja, wie soll der den Herrn anrufen, der aber zu den Schwachen kommt und zu denen, die aufrichtig nach seiner Stimme flehen, wird hier ein Wort geschrieben. Und darum, es ist ein Unterschied zwischen Herr, Herr, ich will was von dir, oder zeig mir mal, du Jesus von Nazareth, du möchtest gern, keine Ahnung was. Ne? Es ist ein ganz, ganz großer, feiner Unterschied. Und möge der Herr jedem segnen, die wirklich in seinem Wort bewandert sind, auch nicht bewandert sind von mir aus, aber immer wieder Milch trinken, denn dann können solche Angriffe von diesen Menschen, ja, mit diesen dämonischen Geistern, euch nichts anhaben. Ihr habt die Waffen und Rüstung Gottes an und ihr wisst ganz genau, welcher dämonische Geist von ihm ausgeht. Und darum bitte, Geschwister, ja, bleibt beständig in der Lehre. Und wenn ihr das zu viel findet, was die Brüder hier tun, tut dem Herrn einen Gefallen und vor allem auch unterstützt das Wort Gottes, indem ihr sagt, wenn es zu viel für mich ist und mein Geist, weil ich noch nicht bereit bin dafür, dann geht in die Bibel und liest erstmal und stärkt euch, bevor ihr in solchen Angriffen geratet, die der Bruder Danny und Reza tagtäglich ausgeliefert sind. Denn selbst ich, der ich vom Herrn... Die Waffe Gottes, ne? Amen, amen. Und selbst ich, ich bin wirklich gerade angenotzt, weißt du, ich meine? So, und ich kenne das Wort, Halleluja, so, dass der Herr mir das gezeigt hat. Und nichtsdestotrotz, es kommt ein neuer, frischer Christ rein und der merkt von antichristlichen Geist, ja, dann bist du ja irre. Ne? Ja. Dann bist du ja irre. Oder du siehst solche Verse wie, Jesus würde LGBTQ unterstützen. Jetzt sag mal, weißt du, da kommst du als toleranter Christ jetzt irgendwie da rein und so weiß nicht ganz genau, wie der Weg jetzt ist, so. Weiß aber, dass du den Herrn brauchst, ja, und dann liest du sowas und dann gehst du ganz schnell in eine ganz falsche Richtung. Und dann, schwierig, Bruder. Ja, es ist natürlich das Wort Gottes, du meintest ja in Epheser 6, ne, die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, die ganze Waffenrüstung. Wenn du an vorderster Front kämpfst, musst du bewaffnet sein. Sonst ne, kannst du Tiefschläge bekommen und das ist dann sehr schwer zu verkraften. Aber trotzdem wirst du auch stärker, indem du dich in den Kampf begibst. Aber es kann sein, dass das dir nicht gegeben ist, an vorderster Front zu kämpfen. Genau, und da müssen wir auch wehmütig zurückziehen, ja, und sagen, okay, ich bin nicht dazu berufen, weil das wollen ja auch viele, die sind 3 Tage im Glauben und meinen, und das ist sehr, 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 sehr unwohl dem Herrn gegenüber, dass es so viele Prediger gibt oder so viele Kämpfer, denn, also in Anführungsstrichen Kämpfer, denn du kannst so Menschen, schlafende Lämmer quasi, die noch nicht ganz fest im Wort sind, kannst du in eine ganz schnelle ihr Lehre hineinbringen und dann musst du das dem Herrn verantworten und dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken, auf jeden Fall. So, seid doch erstmal demütig vom Herrn, wenn er sagt und euch beruft. Ja, man sieht ja zum Beispiel Reza, seine Arbeit, die trägt Früchte und hat auch unter anderem mich in sehr, sehr vielen Sachen aufgeschlossen, wie nennt man das? Hat mir die Augen geöffnet. Genau. Weil der Herr seine Hand über diese Arbeit gehalten hat. Wenn der Herr jetzt seine Hand nicht darüber gehalten hat, dann würde der wahrscheinlich nicht in so einer Dimension auch das tun, weil er sich selbst fertig würde und dann würde es doch eines Tages dann ne, knüppelhart kommen. Und wenn das Gericht sogar noch in dieser Welt sein soll, könnte das im schlimmsten Falle sogar Apostelgeschichte 2 zum Tod führen. Denn der Herr richtet auch immer noch hier und jetzt und möge der Herr ihn auf jeden Fall nicht richten für seine Blasphemie. Äußerungen und seine Beleidigung dem Herrn gegenüber, weil die Strafe und der Zorn Gottes ist real, so wie die Liebe real ist, so ist aber auch gerecht und das dürfen wir niemals vergessen. Er ist nicht irgend so ein Kumpel, ja, er ist der wahrhaftige Gott selbst, der ins Fleisch gekommen ist und überlegt euch immer, wie ihr über Gott redet und dass ihr ihn nicht ja, beleidigt oder lächerlich macht. Ne? Ja, also ich fand das jetzt gerade auch ein Anschauungsunterricht für die Leute, die neu im Glauben sind, damit eben wirklich der Geist und die innere des Menschen offenbar wird. Und das geht nur, wenn der Heilige Geist eben an den Menschen wirkt und wenn überhaupt der von einem Dämon besessen ist und einen unreinen Geist hat, dann zeigt er sich im Kampf gegen den Heiligen
Geist. Und dann legt ihr wirklich deine ganze Gesinnung offenbar. Und dann spürt man, oh, das ist nicht nur ein Mensch, mit dem man da redet, sondern das ist schon eine Stufe härter. Mhm. Ja, das kann Amen. Schon eine dämonische Besessenheit, das in das dämonische Besessenheit gehen, dass man jetzt gerade mit einem unreinen Geist spricht. Nicht mit einem Menschen mehr. Nicht mit einem Menschen, genau. Denn ja. unser Kampf richtet sich gegen Menschen. Und also das trotzdem, immer alles, was der Heilige Geist einem vor die Augen stellt, ist zum Lernen. Ja, und daraus Schlüsse zu ziehen. Und der Heilige Geist möchte immer, dass der Mensch daraus was lernt. Sowohl die unbeteiligten Zuschauer, als auch natürlich die Kinder Gottes. Amen. Deswegen muss man immer das immer aus der Sicht Gottes betrachten. Also betrachten. Wenn auf einmal irgendwas vor deinen Augen eine Situation entsteht, die auch sehr schwierig zu meistern ist. Direkt unterbrechen, einmal hochkommen, ich kann nur sagen, direkt unterbrechen. Ja, sehr stark. Nee, mach's gut, ne? Nee, ich glaube, der ist sich nicht wunderbar. Der ist sich nicht bewusst, dass der jetzt drin ist. Warte, ich glaube, der ist nicht klar. Ich glaube, der ist sich nicht bewusst. Dass er drin ist. Das ist ja nicht schlimm. Bisschen länger geht immer. Länger ist immer gut. Du hast die alten und dann die neuen. So sieht's aus. Ja. Und das sind ja nur noch alle verbraucht. Wie redet der da, Reza? Ich glaube, der redet da im Hintergrund mit jemandem. Ja, ich glaube, der ist jetzt gar nicht bewusst, dass er hier drin ist. Der ist halt schon draußen reingeholt und. Ja, der war vorhin bei Amir im Livestream. Ah, okay. Ich glaube, das ist dieser Albaner oder so. Ich glaube, das war dieser Albaner, der zum Herrn gefunden hat. Ne? Halleluja. Halleluja. Ja, ich weiß es nicht mehr ganz. Ich glaube, dass er das war. Der Herr macht Steine zu seinen Gläubigern. Und vor allem, man merkt es auch jetzt gerade in deinem Geburtsland Iran, wo aufrichtige. Und ich meine, dass intellektuell auf jeden Fall in arabischen Ländern die Iraner ganz weit vorne sind, dass man mit aufgeschlossenem Herzen wirklich sieht, was so der Vergleich ist im Gottesbezug oder als Bild Gottes zwischen Allah und dem allmächtigen Schöpfer selbst, so, dass man da einfach, wenn man aufrichtig daran geht, nichts, auf nichts anderes kommen kann, als dass der Allah nichts anderes ist als ein Götze und für Jesus Christus der einzig wahre Weg ist. Und daran merkt man auch, dass im Iran gerade sehr, sehr viele, ich habe viele Menschen in den letzten 3-4 Monaten, also viele, ich will jetzt nicht sagen viele, aber sind so halt 6-7 Leute schon gewesen, 6 genau, die aus dem Iran kommen und die gesagt haben, ja, nicht nur aufgrund der Situation da, sondern weil mir der Tod droht, weil ich den Herrn angenommen habe, bin ich jetzt gerade hier. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Geschwister, jemand nimmt den Herrn an, also er ändert nur seine Gesinnung und er wird mit dem Tode bestraft. Ja. Ja. Ich bitte euch. Aber klar, das müssen wir auch auf uns nehmen. Ne? Wenn wir zum Beispiel in einem Scharia-Land zum Herrn finden, wiedergeboren werden und der Herr möchte, dass wir da drin bleiben und das Wort verkünden, dann müssen wir auch das Märtyrer tun. Auf uns nehmen, ne? Und für den Herrn in den Tod gehen. Das gehört auch dazu. Ausharren. Amen, Bruder. Ja, bin ich der Meinung tatsächlich. Ausharren bis zum Ende. Amen. Deswegen auch immer Geschwister beten für die Geschwister in diesen Ländern. Ja, immer beten. Das tue ich so oft es geht. Vor allem für die Menschen, die eben ja genau in diesen Ländern sind. Und auch nicht nur arabische Länder. Da müssen wir uns mal auch fairerweise sagen, auch in den Ländern wie zum Beispiel Ukraine, Griechenland, Russland, die gerade in diesen Fronten sind. Die wahrhaftigen Christen, ja, die werden natürlich genauso verfolgt wie, also die Wiedergeborenen werden genauso verfolgt wie jede andere Oppositionelle. Darum immer beten, dass sie weiterhin ausharren. Sie sind gesegnet, sie sind zu einem großen Dienst berufen und ja, möge der Herr sie alle reichlich belohnen und auch unterstützen in dem, was sie gerade tun. Amen. Ja, der war ja sehr eifersüchtig, ne? Dieser King Pinguin, wie hieß der nochmal, ich weiß es nicht mehr. Der kam ja damit rein. Das war voll der komische Vogel, ne? Ja, der kam ja
Er hat ja immer unbedingt gewollt, dass es ein Wunder von Jesus Christus gibt. Also von lieben Gott und nicht vor 2000 Jahren. Ja. Das Problem ist aber, wenn sein Herz nicht hundertprozentig bei Gott ist, warum soll er sich denn offenbaren für dich? Wenn die Zeit erst reif ist, wenn die Zeit gekommen ist, dann zeige ich mich. Genauso. Weil sein Wille geschehe, nicht von ihm, sondern sein Wille geschehe, wie er schon gesagt hat. Aber er versteht das aber nicht, Bruder, weißt du? Das verstehen so viele Leute nicht. Ne? Das hatte ich ja auch vorhin mit der Trinität erwähnt, weil die Leute menschlich denken, die verstehen das nicht. Ne? Nicht nur Muslime, auch andere Religionen, die meinen, ja, Gott hat gezeugt, hat einen Sohn runtergeschickt. Die verstehen das einfach. Ja, der würde jetzt zum Beispiel zu seinem Vater nicht so reden. Der würde nicht zu seinem Vater sagen, hey, komm her, tanz mal ein bisschen vor mir. Ja. So würde der, er hat Respekt vor seinem Vater, aber vor dem allmächtigen Gott redet er so. Genau, richtig. Ja, genau, richtig. Ja, das ist so. Das heißt, er weiß ganz genau, was sich gebührt. Welches Benehmen sich gebührt. Ja, wenn er zum Beispiel mit seinem Vater redet. Weil ich weiß, wie die Muslime mit ihren Eltern reden, mit dem Vater. Die haben Respekt. Ja, richtig. Aber da siehst du, wie ungerecht. So. Genau, was er für ein Benehmen an den Tag legt, genau, vor dem allmächtigen Gott, hat er weniger Respekt als vor seinem Vater. Ja, hundertprozentig. Das hast du vollkommen recht, das ist so. Ich habe auch schon zum Muslim gesagt. Ich will mal sehen, wie er über Mohammed so redet, wenn ich schon Jesus Beispiel, in den Dreck ziehe. Warum redet denn keiner so über Mohammed? Ja, weil dann dein Kopf abgeschlachtet wird. Wortwörtlich, wie die IS das auch gemacht hat. Dein Kopf rollt. Sagst du einmal was über Mohammed? Das ist ja für die wie ein Gott. Dann ist dein Kopf weg, das ist einfach so. Die kommen damit nicht klar. Weißt du, aber bei Jesus können die so groß reden und bespotten und keine Ahnung was. Verstehe ich nicht. Obwohl der Koran ja selber von denen sagt, dass Jesus größer ist wie alle anderen Propheten. Aber das verstehen die alle nicht. Die stellen ja Mohammed wie ein Gott dar. Das Gericht wird eines Tages über sie kommen. Wir können nur beten für solche verschlossene Menschen und einfach das Beste tun, indem wir das Wort hochhalten, indem wir sagen, der Herr Jesus Christus ist der einzige Weg in den Himmel. Nur er gebührt es, angebetet zu werden. Nur er gebührt es, ihm nachzufolgen. Denn er ist der einzige Mensch in der ganzen Geschichte, der A lebt und B sündlos war. Und diese Sachen können wir als Mensch einfach von Objektiven nicht schlecht reden. Selbst in der größten, ich muss leider so sagen, der größten Sekte im Islam, ja, so einer brutalen, im Kern brutalen Religion einfach. Ja, selbst der dort ist brutal, der Herr verherrlicht. Der ist brutal. Selbst der, da wird der Herr verherrlicht. Das heißt, nirgendwo hast du eine Ausrede, dass du den Herrn irgendwie auf irgendeine Art und Weise schlecht reden kannst, weil das allein ist auch schon wieder göttlich. Du kannst überall hingehen, wo du willst. Du willst immer den Herrn Jesus Christus immer ganz oben sehen. Ja? Ich war auf der Suche, ich habe ihn in chinesischen Kalligrafien gefunden. Ich habe ihn in anderen Weltanschauungen gefunden. In Thailand gibt es Religionen, die genauso ähnlich fungieren wie die Heilsgeschichte der Bibel. Es ist alles Kopien, das sind alles Kopien. Wir müssen zurück zum Original. Ja, wir müssen dorthin, wo die Bibel zum Wort Gottes hingehen, wo alles geschrieben steht und wo alles beschrieben wird, wer du warst, wer du bist und wo du hingehen wirst. Somit möge der Herr euch allen das Wort Gottes zur Verfügung stellen, möge die alle in dieser Zeit einfach mal aufrichtig nach Gott fragen, und damit er euch erhört, denn er reicht euch die Hand und nicht wir tun etwas und machen und tun und hoffen darauf, dass wir Gott irgendwann sehen oder erreichen. So ist unser Gott nicht. Er ist ein liebender Gott, ein gerechter Gott. Und somit haben wir die Gnadenzeit und somit findet ihn bitte. Findet ihn bitte, dass ihr das bekommt, was wir haben. Innere Frieden, innere Ruhe und nicht ich punkt deine Mutter, du bist ein so und du bist hier und keine Ahnung. Genau, richtig, sowas verstehe ich gar nicht. Ich muss mal kurz raus, ihr Lieben, ich komme nachher nochmal rein. Gottes Regen, Bruder. Gottes Regen. Ja, Bruder, du hast vielleicht gerade mitbekommen, er hat alles beleidigt, was zu beleiden gibt und auch noch dann ja, deswegen sag ich ja, Bruder, das Ding ist, Gott gibt schon sein eigenes Leben für uns, damit wir überhaupt noch weiterleben können, überhaupt noch existieren dürfen. So sehr liebt Gott seine Schöpfung, so sehr liebt er uns. Und ich verstehe nicht, dass das die Menschen das nicht verstehen wollen. Wir können doch nicht Gott als einen Idioten darstellen und sagen können, ja, die Muslime, das ist der richtige Weg, der Islam. Na, 600 Jahre später oder was? Am Anfang? Verstehst du? Ich hab's ja auch wir müssen dafür beten, Bruder, wir müssen dafür beten, weil wir haben alle in dieser Irrlehre namens, keine Ahnung, ob es Islam ist, ob es atheistisch ist, ob es buddhistisch ist, wir haben alle in diesen Irrlehren gelebt. Ja, spielt keine Rolle, genau, richtig, ja. Wir müssen dafür beten, aber wir müssen auch aufrichtig diese Sachen sehen, weil wenn er sieht, dass es kein Wunder ist, dass wir gerade über das Wort Gottes reden, Bruder, jetzt,
ja, und immer noch Gott bespottet und nicht sagt, okay, lass uns wirklich wahrhaftig über das Wort Gottes reden, ich habe Fragen, ja, Bruder, dann, ja. Ja, dann siehst du keine Wunder. Und dann kannst du auch, dann kann vor dir Spider-Man und Superman erreichen. Ach, keine Ahnung. Ja, weil sein Wille geschehe, er kommt dann, wenn er kommt, wenn die Zeit reicht. Amen, Amen, Amen. Und wenn er die alle sagen, Gott, komm runter, zeig dich mal. Ja, mach mal. So, zeig du mir Wunder, sagt der Theresa und mir. Mach du mal was. Ja, ich hab das so im Hintergrund mitbekommen. Ja, ja, mach mal was. Also, der Theresa hat gesagt, der Wunder ist, dass du überhaupt mit mir reden darfst. Das ist schon ein Wunder. Hat er noch gesagt, der Bruder Theresa. Aber wie gesagt, solchen Leuten kann man nicht helfen. Jesus schon gesagt hat, verkündigt meine Botschaft. Entweder man will es akzeptieren und verstehen oder nicht. Das ist gleich wie die Muslime. Wie könnt ihr denn etwas glauben, was 600 Jahre später überhaupt gekommen ist und dann noch ein arabischer Prophet gekommen ist? So, was ist denn die Linie immer gewesen? War schon immer jüdische Propheten oder nicht? Und dann nach 600 Jahren, überleg mal, das ist so eine große Zeitspanne, Bruder, weißt du? Das ist so eine riesige Zeitspanne. So, damit bespottet ihr doch dann selber Gott. Ja, Gott war so dämlich oder was? Oder Gott war der größte Idiot, dass er geschlafen hat. Nach 600 Jahren schickt er einen runter und sagt, hey, das passt so nicht mehr. Kommt ein neuer Prophet oder was? Ja, dann müssen doch schon die Alarmglocken losgehen, dass da was nicht stimmt. Ja, vor allem muss ich mir auch mal vorstellen. Beziehungsweise geklaut aus der Bibel und dann von der Tora, von der Bibel einfach irgendwelche Propheten herausgemischt und dann in den Koran verfasst. Und natürlich noch. Weißt du, mit arabischen Namen. Mit arabischen Namen halt nur, ne? Isa. So, vor allem, aber was der Koran nicht wusste, den Namen Gottes wusste er nicht, ne? Mit Yahweh ja, und so weiter. Warum wusste er das denn, der Koran nicht? Kennt Gott seinen eigenen Namen nicht oder was? Amen, kennt er Amen. Seinen eigenen Namen nicht? Vor allem müssen wir, genau das ist der große Unterschied, Bruder. Gut, dass du es ansprichst, denn ich will es einmal klar machen, ja? Welche arabische Sprache mächtig ist, ja? Der weiß ganz genau, dass Allah nichts anderes bedeutet als Gott. Der Titel Gott, okay? Ja, so, das heißt, wie sagt man, in dem Aramäischen ist Allah, guck, da steht Allah drauf. Erstens Allah mit einem L, ja, das ist genau so eine semitische Sprache. Genau, Allah, Eloah. Ganz wichtig, Aussage. Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn wir sehen, du kannst es gerne auseinandernehmen. Der Punkt 2 ist, dass wenn wir sehen, dass ja jeder einen Propheten bekommen hat, das heißt, jedes Volk einen Propheten bekommen hat, dann frage ich mich, wo ist der Prophet der Chinesen, der Afghanen, der Japaner, Deutschen, Madagaskar, Afrikaner, wo ist denn die ganze Propheten? Ja, genau, ist so, Bruder. Wo sind die? Was redest du da? Warte mal ganz kurz. Abo, was bist du? Ohne Foto. Der ist Warte Anime. Mal ganz kurz. Der ist Anime-Fan. Major Vegeta. Ja, okay, ist doch gut. Du wirst doch eine Antwort haben, nehme ich mal an, oder nicht? Wo sind die 125.000 Propheten? Ja, antworten mir. Erstens, das sind 124.000, nicht 125.000. Ja, pardon, tut mir leid, 124.000. Und zweitens, Allah sagt im Koran, ich habe für jedes Volk einen Propheten gesandt, ja? Mhm. Seit Adam seine Zeit. Bis zur Zeit von Mohammed, a.s. gab es Propheten. Aber eine Sache verstehe ich nicht, Muslime, ne? Oder eine bestimmte Kolonie gewarnt haben. Aber eine Sache habe ich, ihr Muslime. Ihr sagt ja immer, man muss die Scheher sprechen, um Muslime zu werden. Bruder, bleib mal bei den 124.000, Bruder, jetzt bitte, sorry. Aber bleib mal bei 124.000. Wo sind die 124.000 Propheten? Lass dich mal fragen, dann können wir darauf nochmal zurückgehen. Nein, bleib dann genau da. Nein, bleib da. Ja, das ist ja das, was ich mich immer schon gefragt habe. Das eine Thema und dann das andere. Versteht das so richtig? Also laut Islam gab es wie viele Propheten? 100? 124.000. Okay, 124.000. Was war die Aufgabe von denen? Islam zu verbreiten oder was bekämpft damit nicht aus? Warte mal, erstens Islam, was heißt der Islam? Hingabe. Ja, erzähl doch mal bitte, Jack. Aber das weißt du ja auch nicht, wahrscheinlich. Ich habe mich auch nicht mit Islam beschäftigt. Ja, ein bisschen, aber ich kann nicht so jetzt tief reingehen wie die anderen. Wenn es nur 50.000 oder 100.000 sind, wo sind die alle hin? Ihre Message, wo sind ihre Bücher? Weil die sind ja alle entsandt worden mit der Message, dass es nur einen Gott gibt und Mohammed ist ein Prophet, weil die Shahada beinhaltet ja, dass Rasul Allah in der Shahada gesprochen wird. Das heißt, entweder war Rasul Allah, also Mohammed, war er entweder schon von Ewigkeit her da oder wir haben ein ganz großes Problem, der erklärt.
Genau, woher sollte Musa das wissen? Hat Musa auch gesagt? Musa, das nein, auch gesagt? Genau, Musa hatte zu der Zeit von Musa a.s. wurde die Shahada so ausgesprochen, la ilaha illallah, wa ashhadu anna Musa Rasulullah. Das ist doch auch ein Gesandter. Wo steht das? Was ein Typ. Ja, richtig. Wo steht das? Das steht im Koran. Allah sagt, im Koran, ich habe die wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Ja, die Gesandten. Das sind doch die Gesandte Gottes. Wo steht... Nein. Dein Kartenmus bricht jetzt zusammen. Wo steht, dass du die Shahada damals so ausgesprochen hast, dass du dich zum Islam bekannt hast? Wo steht das? Also guck mal, erstens, ich weiß nicht, wie du dich beschäftigt hast mit dem Islam, aber du weißt ja, dass der Islam nichts Neues ist. Ja? Das hat ja schon mit Adam angefangen, mit Noah angefangen. Laut eurer Glaubensüberzeugung. Das ist ja die vollendete Version von allen Religionen. Ja. Und das ist ja das Update von allen Religionen, kann man dein, sagen. Dein Update, genau. Gott braucht ein Update. Ja, nee, aber... aber so hast du es gerade ausgedrückt. Gott musste seinen Computer erneuern. Ich habe eine Frage an dich. Du machst dir darüber lustig. Aber sag, 1. Mose Kapitel, sagt er nicht, diene Allah allein und geselle ihn keine Götter bei? Was denn damit? Das steht doch bei euch im Alten Testament. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Allah ist der Titel Gottes. Ja, das Alte Testament, richtig. Was war Israel früher? Okay. Hallo. Ich habe dir gerade gesagt, dass Gott zu jedem Volk einen Propheten gesandt hat. Wo sind die? Und ihre Schriften? Wie, wo sind die? Ja, es gibt auch Gutschriften. Sind die alle irregeleitet dann, oder was? Ja, nein. Das sind ja... Ja, wenn jetzt einer aus Madagaskar, einen Propheten bekommen hat, okay? So, dann muss doch irgendwo ein Beweis sein, dass irgendwo jemand das Wort Allah verkündet hat. Und das ist nicht die... Nein, weil du vergisst, ganz kurz, du vergisst eine Sache. Jeder... Nee. Gesandte ist ein Prophet, aber nicht jeder Prophet ist ein Gesandter. Das musst du verstehen. Nicht jeder Prophet kam mit einer Botschaft mit einer Offenbarung. Warum das musst du verstehen, weil aus euch ist das genauso. Wenn du jetzt was sagst und so heuchlerisch machst, musst du auch die Bibel kritisieren und darfst dich jetzt ganz schützen. Bei euch ist das genauso. Was ist das für ein Schwachsinn? Sachen zu kritisieren, die bei euch genauso stehen. Ihr blamiert euch selber, ihr lügt euch nur selber an. Ganz kurz, kannst du mich, ganz kurz groß machen? Ja, warum? Nix, warum? Stopp! Ich erkläre euch mal was. Ich lehre euch jetzt mal ein bisschen was aus. Ja, stopp! Was ist Stopp? Nein, bleiben wir da! Bleiben wir da! Toni! Okay, bleiben wir da. Du hast gerade gesagt, nicht jeder Gesandter ist ein Prophet und nicht jeder Prophet ist ein Gesandter. Ich habe nicht viel Zeit. Ich frage dich. Warum spricht dein Gott denn nur Arabisch? Guck mal, ich bin ein sehr respektvoller Typ. Okay? Stimmt auch, das verstehe ich auch nicht. Warum spricht der Gott nur Arabisch? Ganz kurz, warum hat der Hebräisch bei euch gesprochen? Guck mal, ihr kritisiert etwas, was bei euch genauso ist. Hört auf. Und die Bibel ist doch auf Hebräisch, oder nicht? Ich mein's nicht böse. Wallah, ich mein's nicht böse. Lass mal Toni kurz ausreden, ja? Ich komme mit Respekt, bitte. Ich glaube, ihr habt auch Respekt zu mir. Ich glaube, wir können uns als Menschen verstehen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass jeder an das glauben sollte, an das, was er glauben will. Aber jetzt müssen wir faktisch rangehen, weil wir sind hier in ein Live, wo wir Sachen beweisen können. Aber dieses lange Hin- und Herreden hat keinen Sinn. Deswegen möchte ich euch ganz kurz was zeigen und ihr könnt mir eine Antwort drauf geben, wenn ihr möchtet. Weil ich glaube, ihr seid anscheinend ja belesener als ich. Einen Moment. Aber wir haben noch die Frage geklärt und ich gehe gleich auf deinen Propheten. Ich gehe auf alles ein, wenn du willst. Aber geh mal was war denn die Frage? Erst möchte ich, dass du darauf hier eingehst. Erstmal muss ich kurz. Welcher Prophet hat denn zu etwas anderes aufgerufen, als dich nur einem Gott und gesellt dir nichts bei? Sag mal bitte. Das höchste Gebot laut Jesus war ein einziges Mal. Nicht, dass das gesperrt wird. Ein einzig waren Gott. Ja, Amen. Seht mein Gott und euren Gott, hat er gesagt. Deswegen, ja, Amen. Er ist frei von euch, was ihr über ihn behauptet, weißt du? Jesus gehört nicht zu euch. Ich verstehe immer nicht, bevor Toni das zeigt, was er zeigt, ich verstehe immer nicht, ne, warum ihr nicht zu Ende liest. Schau
mal, wenn ihr sagt, die Bibel wurde verfälscht, ne, dann sagt er in einem Kapitel, warte ganz kurz, Toni, ganz kurz. In einem Kapitel sagt er, es gibt nur den einzig wahren Gott. Und dann sagt er ein paar Sätze später, sagt er, aber wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, den einzig wahren Gott. Ja, aber wenn er auch sagt, er wollen uns zu mich gut, nur der Vater ist gut, was sagt uns das dann? Ganz kurz. Da schreibt also jemand. Da schreibt also jemand. Also kommt jemand und sagt, ha, jetzt, Mensch, jetzt leite ich die Menschen in die Irre und schreibe jetzt dahin, aber der Vater und ich sind eins. So. Merkt ihr, ganz kurz, wie kann ich einen Filter anmachen? Also wie kann ich was einfügen? Ihr setzt also voraus, dass irgendein Mensch sich über das Wort Gottes erhaben gemacht hat und hat gesagt, vom Satan verführt wurde, oder nicht? Laut eurer Schrift. Gar keinen Sinn. Was? Wieso kann ich kein, warum kann ich kein Bild einfügen, Evangelist? Du musst deine Kamera anmachen. Du brauchst nur die Hadith aufzuschlagen, da steht doch drauf. Allah verabscheut der, der den Namen, den Titel hat, Herr der Herren. Könige der Könige, jetzt. Verstehst du? Da widerspricht sich doch schon. Er wird von dem Angst haben, der sich der König nennt. Genau. Wer ist der König? So. Wer ist der Könige? Okay, ich habe eine Frage. Ja. Warum konntest du nicht immer schließen, meine Jüngste? Keine Antwort, aber ich habe eine Frage. Jesus Fleisch geworden ist. Was Fleisch geworden ist? Was meinst du mit Fleisch? Er war irgendwo und ist in Mensch reinkarniert worden. Er ist reingekommen in die Welt, ins Fleisch. Genau, richtig. Guck mal, du lachst, aber guck mal, ein Gott, wenn er Gott ist, meinst du, ein Gott kann nicht hier runterkommen und Mensch werden? Das ist werden, nicht die Vorstellung werden? Von einem Gott, der 70 Jahre einer Jungfrau gebären lässt und dann von Juden umgebracht wird. Das ist kein Gott, mein Lieber. Bruder, nimm mal diesen Abwehr, geht nach raus, hol mal Handy hoch, Bruder. Ganz kurz, seht ihr das Bild? Ja, ihr seht's, oder? Perfekt. Mach mich wieder groß, bitte. Genau, dankeschön. Also, in Apostelgeschichte 8, Vers 37, okay? Ist hier zu sehen, da sprach Philippus, wenn du vom ganzen Herzen glaubst, und es glaubst, so antwortete er und sprach, ich glaube, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Mhm. In anderen Manuskripten steht einen einzigen Gott, den Jesus gesandt hat, weil wir vorhin auf die Geschade gekommen sind. Weil es genau wegen diesem Vorspruch Probleme gab, sehen wir zum Beispiel hier in der Bibel, ganz kurz, sehen wir zum Beispiel in diesem Bibelvers, dass 37. Hallo, bist du Muslim? Sorry, hier jetzt, guck mal, hier sehen wir jetzt, dass die 36 und die 37 zusammen sind, richtig? Und geht er auf die Straße? Wo ist jetzt hier? Hör mal, jetzt ohne Wissen, warum ist das mit den Christen? Ganz kurz, wo ist jetzt hier der Herr? Hat sie gefragt über Hadith? Warum antwortest du nicht? Wo steht denn der Hadith, dass Allah Angst hat? Achi, bitte eine Sekunde. Achi, ohne Witze, warum regst du? Ich? Warum? Ja, hat er recht. Darfst du nicht. Sei grüß, Andi. In der Hadith steht nicht Allah Angst vor dem Namen der König. Er wird erniedrigt. Ich habe das in einem Video gemacht. Ich habe das Kuppelpool auseinandergenommen. Und du kannst dir mal meine Video kauen. Ruhig, und jetzt bleib ruhig, Andi. Andi, bleib doch mal ruhig, Andi. Nein, lass es doch nicht aus, Andi. Andi. Aber nicht so. Ich habe dein Video gemacht. Schau mein Video. Ich habe auseinander diese Kofferfuhr, hat das erwähnt, den Hadith. Den Hadith steht nicht Allah Angst. Ruhig, ruhig. Ganz ruhig. Bitte, Andi, ich war gerade mit. Alles gut. Ich will nicht reden. Es steht nicht den Hadith, Allah Angst hat. Allah wird erniedrigt, derjenige, der tragt den Namen König der Könige. Bitte, Namen, schau meine Video mit der Namen haben die. Sag einfach mal Hallo, Bruder. Hau. Aber ganz kurz, kannst du mich kurz wieder groß machen, bitte? Um das kurz zu erklären, weil der Hamdi hat ja recht vollkommen, was er gerade da gesagt hat. Hamdi, ey. Mit dem Hadith hat er vollkommen recht, das wollte ich nur mal kurz sagen, weil Hamdi hat auf jeden Fall sehr viel Wissen und weiß schon, wovon er da redet. So, ganz kurz, hier wird die 36 und die 37 zusammengemacht. Seht ihr? Ja. Links. Ja, aber ja, ich kenne. Wo Philippus jetzt sagt, dass er glaubt, an den wahren Gott und dass Jesus Gottes Sohn ist, hier wird das nicht mehr erwähnt. Das heißt, hier fehlt dieser Vers, obwohl die
36 und 37 zusammen erklärt werden. Jetzt komme ich zu einer anderen Bibel, die uns dann genau zeigt. Und hier ist die 37 auch wieder ganz weg. Jetzt frage ich mich, warum gibt es eine Bibel, wo der Vers weg ist? Warum gibt es eine Bibel, wo der Vers steht, aber nicht ausgeschrieben wurde? Und warum gibt es eine Bibel, wo es anders steht als in dem Manuskript? Kennst du die Zeiten? Kennst du die Übersetzungszeiten? Willst du darauf antworten oder soll ich? Antwortet, ich hätte gerne eine Antwort darauf. Du kennst die Zeiten der Übersetzungen, ja? Weißt du mich? Was meinst du damit? Es gibt die Textkritik. Das bedeutet, einige Sachen sind später gefunden worden oder ergänzt worden. Aber warte mal ganz kurz. Du sagst, es gibt Sachen, die wurden später erst gefunden. Sie wurden aber reingeschrieben. Ja. Aber sie wurden davor reingeschrieben oder erst nachdem sie gefunden wurden? Lass mich das ausführen. Es gibt Sachen, die erste Frage ist, ändert etwas diese Zusammenlegung des Verses, ändert das an etwas, was im Kontext spricht? Also ändert was als an der Message? Ja, weil da eigentlich in den Manuskripten, das könnt ihr alle nachprüfen, soweit ich weiß, nicht stand, dass man Gott mit ganzem Herzen lieben soll, sondern den einzig wahren Gott, der alleine, man sollte ihn alleine, den einzigen Gott vom ganzen Herzen lieben. So stand es in Manuskripten, soweit ich weiß. Das könnt ihr nochmal nachprüfen, weil ich möchte nichts in den Raum stellen und sagen, so und so. Aber das, was ich gezeigt habe gerade, das ist, was ich gezeigt habe. Und man hat gesehen, es sind drei verschiedene Bibeln. Das könnt ihr auch mal... Bibelübersetzungen. Richtig, aber jeder geht ja von einer aus. Und wenn in einer Übersetzung ein ganzer Vers fehlt, in der anderen Übersetzung der Vers anders geschrieben wird in den Manuskripten und der dritte Vers geschrieben wird, dass dann eine 37 mit der 36 zusammen ist, aber sie nicht ausgeschrieben wird, dann ist es sehr fragwürdig, wie man überhaupt darauf kam. Und jetzt würde ich gerne die Antwort haben. Wenn nicht, dann würde ich auch weiter. Ich wollte jetzt nicht groß stören. Also es gibt einmal diese Passage, die zusammengesetzt worden ist. Richtig. Es stimmt erstmal. Es gibt in diesem Bezug keine Veränderung des Evangeliums. Aber ja, man sieht doch ganz klar, dass etwas rausgenommen wurde. Und wenn man etwas rausnimmt, ist es doch auch eine Veränderung. Oder irre ich mich gerade? Keine Veränderung des Evangeliums. Keine, die dir die Heilsgewissheit nimmt oder... Aber wenn da steht, ein einzig wahren Gott alleine lieben, dann redet man von einem monotheistischen Glauben, was die Trinität widerlegt. Und ich glaube, dass dieser Vers genau aus diesem Grund auch rausgenommen wurde. Warum? Ich behaupte hier nichts, sondern... Warum? Warte bitte, warum? Warum? Erklär mal, warum das einzig... Für mich ist der einzig wahre Gott, für mich ist immer noch mein einzig wahrer Gott in Form einer Trinität. So, jetzt wie? Ich sage, ein Gott, genau. Ein Gott... In drei Personen. Ich sage, der einzig wahre Gott bleibt es immer noch für mich, der einzig wahre Gott. Du kannst auch glauben, was du möchtest. Ich möchte dir deinen Glauben nicht absprechen, verstehe mich nicht falsch. Ich möchte einfach nur die Frage geklärt haben. Ja, und ich sage dir, es ändert an dem Evangelium nichts, weil für mich bleibt dieser Satz nichtsdestotrotz, der einzig wahre Gott ist der dreifaltige Gott. Bruder, schau mal. Ich will dir doch damit erklären, dass wir müssen in die Geschichte gehen. Toni, wir müssen in die Geschichte gehen. Toni. Wenn wir die Geschichte nachgucken, dass 300 bis 350 nach Christus erste Trinität in den Griechen gelehrt worden ist. Guck mal, wir können jetzt nicht weichen. Toni, schau mal, Toni. Weißt du, was der Kanon der Bibel ist? Ich glaube, das ist das Glaubensbekenntnis, also das, was... Nein, eine Kanonisierung bedeutet eine hierarchische, also eine Zusammenstellung von dem, was ist und was bleibt und was war. Okay? Das heißt, die Kirche damals hat entschieden durch verschiedene Punkte, und zwar, es musste immer ein Augenzeuge dabei sein, es mussten zwei Manuskripte... Wie man Sachen klärt, das Gesetzbuch, sagen wir mal. Es musste sich, also was in die Bibel reinkommt, was nicht. Genau, es musste sich also decken, es musste sich decken mit anderen Manuskripten, es musste von einem Zeitzeugen oder von einem... oder genügend Handschriften da sein, ich weiß schon.
So, okay. Das heißt, es war ungefähr 300, 400 nach Christus, weil es viele sektierische Lehren gab. Wusstest du aber, dass die Verse da noch nicht beinhaltet worden sind? Also wusstest du, dass die Bibel damals nicht in Versen eingeteilt worden ist? Ja, das ist ja klar. Aber die Sache ist trotzdem, warum man es so... Nein, das ist ja, wenn es klar ist, dann jetzt kommen wir der Sache näher. Wenn's nein, klar, nein, aber die Frage ist, warum wird dann einer ausgesprochen, der da einfach leer bleibt? Stopp. Geh mal in die Luther-Übersetzung, die du hattest. Du verstehst nicht, dass das Internet dir keine Fußnoten anzeigt, ne? Du musst mal eine Bibel in die Hand nehmen. Doch. Eine echte Bibel in die Hand nehmen. Ja, aber genau das ist doch das Problem. Im Internet gibt es doch die Fußnoten. Ja, geh mal in die Luther-Übersetzung nochmal, die du reingegangen bist. Wer war Martin Luther? Ich glaube, in der Lutherbibel gibt es diesen Vers auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Das ja, genau. Geh mal dahin. Ja, wir kommen dahin. Aber die Sache, es geht doch gerade darum, dass ein Vers einfach weg ist. Verstehst du nicht, worauf ich hinaus will? Doch, ich erkläre dir, warum der nicht da drin ist. Warum willst du das dann so aus dem Weg gehen? Weil ich verstehe es auch nicht. Ich gehe doch drauf. Ich glaube, du verstehst es auch nicht. Ich glaube, ihr alle verstehen es gerade nicht. Doch, ich verstehe das. Schau mal, du verstehst nicht, dass ich dir die Frage gerade aufrichtig beantworten möchte. Okay, warte, du sagst, die Sachen wurden später gefunden, richtig? In den Manuskripten. Wurden sie erst später gefunden, richtig? Irgendeiner nimmt hier auf. Lass mich doch ausführen. In den Manuskripten. Später gefunden, richtig? Kann jeder sich nimmt hier auf. Lass mich doch ausführen. In den Manuskripten. Toni. Jetzt? Ey, ich krieg gerade einen Anruf die ganze Zeit, ne? Du musst dir vorstellen, ich muss schnell machen. Du musst dir vorstellen, das, was... Das, was du gerade an den Punkt führst, ja? Seht ihr alle in der... Ey, scheiße, Mann. Passiert. Du musst kurz alle stumm stellen, oder? Warte. Nein, jetzt, ich höre mich nicht mehr zweimal. Okay, alles gut. Ja, jetzt ist der raus. Da, ich war hier eine Frage. Ach so, ja. Ja. Was war? Was wäre, wenn, sag mal mich. Ja. Was wäre? Ganz gut, Matthias. Matthias, ganz gut. Ich kriege die ganze Anrufe, deswegen hört man mich ganz doppelt. Ganz kurz, weil ich war mit dem Gut am Reden gerade. Ich muss schnell machen, ja? Damit du verstehst, Verse wurden später nicht unterteilt. Also später unterteilt. Es gab zu Anfang in der Bibel gab es keine Verse, okay? Die haben die nicht gezählt. Verstehst du? Guck mal bitte, wann nein, dieser nein, nein, Vers nein, nein, rausgekommen ist. Das ist nicht lange her. Es gab Verse nicht. Es gab keine Verse. Okay? Ja, aber du musst verstehen, dass nach der Einteilung wurden es dann auch rausgenommen worden. Genau. Darum geht's. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Genau. Nach der Einteilung, genau. Punkt. Das heißt, davor, entweder, guck mal, es gibt zwei Optionen. Entweder davor waren sie falsch oder jetzt sind sie falsch. Es gibt nichts dazwischen. Egal, nein, was du jetzt nein, sagst, nein, du kannst dich davon nicht raus. Falsch, heute waren falsch. Damals weil gab ich weiß, es keine worauf Verse. Du am Anfang hinausgehen wolltest und jetzt brichst du das ab mit diesen, es wurde später erst gefunden, weil damit hättest du gleichzeitig gesagt, dass es davor falsch gestanden hätte. Nein, weil es davor nicht, sagst, es davor gab es nicht, davor gab es Wenn du heute eine Stelle findest, entweder lass mich das aussprechen, oder ich muss hier rausgehen, weil es bringt nichts. Es bringt nichts. Wenn heute ein Textfundament kommt und da steht, und du findest das, man kann ja heute wissenschaftlich dran gehen, ne, ob von wann die Schrift ist, von wem die ist, also, ne, so, und es wird heute gefunden, beispielsweise, dass, in, keine Ahnung, Matthäus 1, 3 ein Satz noch hinzugefügt worden wird. Und zwar, das im Einklang ist mit den, wie gesagt, es gibt einen Kanon, der beinhaltet, es muss von einem Augenzeugen sein, es muss sich mit anderen Versen decken, ja, und der letzte Punkt war, es muss innerhalb des ersten Jahrhunderts geschrieben sein. So, wenn diese drei Punkte zutreffen. Und wir finden jetzt einen Text zum Beispiel, wir haben ja ein Markus und ein Lukas Evangelium. Und da beide erzählen ja von einer Sache, die sich ja ungefähr übereindecken, aber mit anderen Worten. Das heißt, jetzt finden wir in Markus zum Beispiel eine Stelle, die zu dem Markus zugeschrieben wird und die deckt sich mit Lukas und Matthäus. Das heißt, diese Stelle wäre also laut Bibel, wäre sie authentisch und dürfte man
dazufügen, weil sie aus dem ersten Jahrhundert ist, weil sie mich mit anderen deckt. Das heißt, wir hätten dann heute, hätten wir was? Wir hätten heute quasi eine Passage, einen Vers, der nicht dazugehört, weil er noch nicht dazugeschrieben ist. Diese Stelle gab es zu diesem Zeitpunkt nicht, weil es nicht in Verse eingeteilt worden ist, fehlte also nur ein Satz. Ein Satz fehlte und nicht ein Vers fehlte. Hör mir zu, die Verse gibt es nicht erst, die gibt es erst seit dem 16. Jahrhundert. Das heißt, der Satz hat gefehlt, nur nicht dieser Vers hat gefehlt. Das ist erstmal ein Unterschied. Punkt. Der zweite Punkt etwas gefehlt in der späteren Jahrhundert. Nein, weil es in der späteren Übersetzung in Verse eingeteilt worden ist und diese Kriterien erfüllt, dass es eben im ersten Jahrhundert geschrieben ist und was ich gerade erzählt habe, hat man es damals in den Versen hinzugefügt. Mehr kann ich hier nicht geben. Das ist so, du kannst die Bibel, nein, es war später Bruder, gefunden. Ich ganz kurz was fragen? Bruder, ich muss ganz kurz was fragen. Bruder, gibt es die abprobiert werden und dann wieder rausgemacht und wieder reingemacht werden? Und so gibt es die. Wieso beschwert ihr euch mit der Bibel wegen einem Satz? Und bei euch werden ganze Suchen, werden da abrogiert, gelöscht, wieder reingemacht, verändert. Und das ist okay. Und dafür ein Satz, Bruder, ein Satz. Und du stellst die ganze Bibel in Frage wegen einem Satz. Und nein, bei euch, aber es ist ein wichtiger doch, Satz, es sind mehrere. Es was, sind drei was ist daran so wichtig? Es ändert nichts an der Vorstellung von Gott. Nichts. Der Satz ändert gar nichts. Du kannst jeden wahrhaftigen Christen fragen, wer ist für dich der allmächtige Gott? Und dann möchtest du sehen, was er antwortet. Wer ist der einzige wahre allmächtige Gott? Und du kriegst die gleiche Antwort von mir, von Daniel. Genau das wird in diesem Vers thematisiert, dass die Trinität nicht. Nein, nicht ein Satz, es ist nur ein Satz, der da fehlt. Das sind ein paar Wörter. Ich weiß, aber was du meinst. Das ist ein wichtiger Satz. Und guck mal. Der wichtigste Satz von der Bibel, ändert das die ganze Bibel jetzt. Evangelist, ich will ganz kurz. Das größte Menschheitsproblem, dass man sich gegenseitig zuredet. Dankeschön. Ich möchte ganz kurz noch auf dem Thema eingehen, dann einen Satz noch sagen, da würde ich auch rausgehen, weil ich habe es echt eilig gehabt. Wie gesagt, ich verstehe euch, ich verstehe die Sichtweise. Wie gesagt, ich habe von Anfang an gesagt, jeder soll an das glauben, was er glauben will. Einfach nur die Frage beantwortet haben, weil wenn jetzt gesagt wird, dass das zugefügt wurde, dann war davor die Bibel nicht vollständig. Das sagt man dann direkt. Wenn man sagen würde, der Vers war davor da und er wurde rausgenommen, wurde sie auch verändert. Das heißt, es gibt keine, ich sag mal dies und ich sag mal das, sondern ich verstehe schon, was da versucht worden ist. Das kann jeder für sich selber wissen. Das ist eine wichtige Sache. Jeder soll an das glauben und wie glauben und dies und das, wie er möchte. Jetzt möchte ich noch eine Sache kurz sagen. Evangelist, danke wirklich, dass du mich ausreden lässt, weil ich merke schon, ich rede ein bisschen zu viel, aber das ist ein bisschen wichtig. Ich möchte einfach nur sagen, wir Muslime glauben an einen vollkommenen Gott. Das bedeutet, er ist allmächtig, er kann alles, aber er könnte, das die Frage ist, wenn ich dich jetzt fragen würde, oder egal jetzt hier, wen fragen würde, lügt Gott, würde jeder sagen, keine Sorge, ich gehe nicht auf Markus 13, 32 ein, sondern wenn ich sagen würde, lügt Gott, würde jeder sagen, nein. Die Frage ist, wenn ich fragen würde, könnte Gott lügen, würde jeder sagen, ja, weil er ist allmächtig. Die Sache ist, genau so verstehen wir das bei einem vollkommenen Gott. Und ein vollkommener Gott, ein allmächtiger Gott, würde nicht Mensch werden, weil er seiner Schöpfung nicht ähnelt, weil das würde seine Vollkommenheit nehmen. So sehen wir das Muslime. Ich weiß, ihr seht das anders. Ihr seht Jesus als wahrhaftigen Gott an in der Trinität. Manche aber auch anders. Es gibt ja auch andere Strömungen, wie genau bei uns. Aber ich wollte einfach nur unsere Sicht erklären. Ihr seid ja in eurem Stream. Und ihr habt, glaube ich, jetzt genug Zeit, um euren Glauben da zu predigen. Und wie gesagt, wenn man seinen Glauben predigt, ist da nichts verkehrt. Aber dieses Versuchen, andere Religionen runterzumachen, Sachen zu verdrehen, irgendwelche Sachen zu behaupten. Aber das machst du doch jetzt gerade bei uns auch. Nein, weil ich habe, wie gesagt, alles gerade gezeigt. Ja, aber ich sage dir, das ändert dieser Satz ändert nicht. Aber pass auf.
Du machst so, als ob, aber guck mal, du guck mal, das ist echt schade, weil du sagst, in der Bibel wurde was geändert, aber ihr tut ja auch abrogieren, hinzufügen, verändern, tun ja ändern, das wird ja ständig verändert. Das ist nicht so einfach, du sagst es so aber plump, siehst du, pass auf, du hast ein anderes Sicht darauf, verstehst du, Bruder? Nein, es geht darum, dass ihr das so plump macht, ihr könnt das, ich zeig dir das doch gerade hier auf meinem Bild direkt, ein Vers fehlt, zeig mir das mal. Siehst du, das heißt, plump sagen kann man es, aber wie gesagt, glaub wie du möchtest, glaub an was du willst, glaub wie du möchtest, glaub, denk über uns, was du möchtest. Du kannst, wenn du den Islam lernen möchtest, wird auch einer den Islam bei Muslimen lernen und nicht bei Islamkritikern oder besser gesagt bei Islamhassern, weil ich rate euch, wenn ihr etwas bei Hassan lernt, dann werdet ihr nicht irgendetwas lernen, sondern nur den Hass abbekommen. Deswegen, schönen Tag. Kann ich sagen drauf? Evangelist, danke für das, dass du mich hier reingeholt hast, dass du mich ausreden lassen hast. Ich wünsche sehr, sehr viel Respekt an dich. Und wie gesagt, schönen Tag euch noch. Ja, auch schönen Tag, Gottes Segen dir. Kann ich kurz was drauf sagen? Ja. Ich sage, jeder kann glauben, was er will, solange, dass er sich deinen Mitmenschen in Ruhe lässt. Und keinen für diesen Glauben zwingt. Ja, genau. Weil ich habe euch vorige Woche schon auch so zugehört, ich wollte doch rein, da hat das nicht geklappt. Da habe ich nur gelacht. Weil die meisten von euch oder von den anderen Partien machen genau das, was viele Leute wollen, dass man sich gegenseitig losgehen. Ich würde jetzt vielleicht gegen mich auch nicht reden und sagen, böse bin ich. Nein, bin ich nicht. Ich bin ein Satanist. Ich arbeite mit Kindern zusammen. Ich tue keine Kindergewaltigen. Ich habe sogar auch eine schwarze Katze zu Hause. Da, warte mal einen Moment. Das hat sich verstanden. Warte mal bitte, Bruder. Du bist Satanist. Hör das mal an, Bruder. Hör das mal an. Nee, ich habe das nicht verstanden. Du bist wie Satanistin, oder? Ich bin ein Satanist. Okay. Und ich arbeite mit Kindern zusammen, ich tue sie nicht gewaltigen. Ich habe eine Katze zu Hause, mir geht's gut. Meine Freunde rundherum, die sind auch Türken von der Kirche, die haben kein Problem, weil ich in Ruhe lasse. Mhm. Und das ist viele Sachen, ja, es gibt viele Satanisten, die was bisschen deppert sind, Katzen aufhängen, da muss ich ihnen Recht geben und Kinder vergewaltigen, vielleicht. Das sind Trotteln von meinen Augen. Das sind keine, die haben null Ahnung. Darf ich dich mal was fragen? Ja, bitte. Warum nennst du dich denn eigentlich Satanistin? Was machst du denn eigentlich? Oder ist es einfach so nebenbei, ist es so einfach, weil du, ja, warum bist du Satanistin? Nein, ich mache Rituale. Was für Rituale? Beispielsweise Mitleidritual oder von meiner besten Freundin, die ist operiert geworden, da habe ich auch. Es hat ja viel zu tun mit Gedanken. Es heißt ja nicht, dass man das, es heißt ja nicht, dass Satan mithilft. Du hättest schon, dass sie einen Gedanken hat, dass ich ein Ritual für sie mache. Sie stärkt sich ja selber. Also machst du dann sowas wie Karten lesen und so, ne? Nein, eher nicht. Nö. Aber du weißt, was du da denn tust, richtig, oder? Ja, weiß ich. Du weißt aber auch, dass du da mit dämonischen Mächten arbeitest, ne? Ja, Dämonenmächte. Ich beispielsweise sage ich ja auch, das wollte ich ja vorher auch sagen, es sagt doch keiner, was ist, wenn alle Götter mehr oder weniger ein hohes Rat ist und zusammenarbeiten, wie Thor und so weiter. Bruder. Warte mal, Bruder. Nein, da darfst du nicht lachen, Bruder. Das ist Bruder. Ich weiß nicht, was ich antworten soll, Bruder. Ich bin sprachlos, Bruder. Ich habe eine kurze Frage. Ja? Betest du dann auch Satan an oder wie machst du das? Beten? Ich sag nicht dazu beten. Ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Aber verehrst du Satan? Du bist ja Satanistin. Ja. Und verehrst du ihn denn auch? Ich mache Rituale, wenn sagen wir beispielsweise, jetzt ist es ein Monat gut oder zwei Monate gut gegangen. Ja. Dann sage ich für ihn Dankeschön.
Aber kann ich dir was sagen? Der Satan kann dir kein ewiges Leben geben. Der Satan kann dir keinen Frieden geben. Das sage ich ja auch nicht. Euer Gott kann auch nicht ewiges Leben geben. Natürlich. Wer sagt das? In Wort Gottes steht es geschrieben. Er selbst sagt es. Der Herr Jesus gibt uns ewiges Leben, weil der Herr Jesus Gott ist. Und er kann auch dir ewiges Leben geben. Aber was... Wenn du tot bist, dann du, dann deutlich ist dein Körper nur. Ich wollte dir was sagen. Guck mal, ja? Das ist halt traurig, weil es gibt wirklich da draußen viele Hobby-Satanisten oder auch die in so einer satanischen Kirche gehen, aber überhaupt null eine Ahnung haben, was eigentlich Satanismus eigentlich ist, was eigentlich wirklich Satan verehren ist. Das wissen eigentlich gar nicht viele. Und ich kann nur sagen, geh wirklich da raus und komm wirklich zu dem wahrhaftigen Gott. Amen, Bruder. Amen. Der Herr Jesus liebt dich, egal was du getan hast, egal was du verbrochen gemacht hast, also egal bei welchem. Genau das, was du jetzt magst, ja? Das ist in meinen Augen nicht gut. Lass mich doch mal bitte ausreden. Der Herr Jesus Christus, er liebt dich und er möchte nicht, dass du verloren gehst. Der Satan liebt dich nicht. Guck mal, und du arbeitest damit dämonisch schlecht. So weißt du, warte bitte, weißt du. Mir geht's nicht schlecht. Ja, kann ja sein, dass es dir gut geht, aber weißt du eigentlich, wie gefährlich das ist, diese dämonischen Mächte da, damit zu arbeiten? Weißt du überhaupt, mit wem du dich da einlässt? Das ist einfach nicht so, verstehst du das, wie gefährlich das eigentlich ist? Das ist Joker, ist das Arm hier? Deswegen sage ich ja, komm zu den Herrn Jesus Christus, er hat für dich bezahlt. Er kann dir ewiges Leben geben. Er gibt dir Frieden, Sicherheit, Freude. Das kann dir der Satan nicht geben. Er sagt, kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch meinen Frieden geben. Frieden, den euch die Welt nicht geben kann. Aber jetzt habe ich eine Frage. Wenn du jetzt an so einen Gott glaubst, ja, beispielsweise, ja. Warum? Ja. Und ich sage, euer Gott, der oder mein Gott, die schauen nur mir zu und lachen die Menschheit aus. Sie lachen uns aus und sagen, was haben wir denn nur aufgeführt? Ich habe dich wirklich nicht verstanden. Nochmal bitte. Ist wurscht, welcher Gott. Ich sage, sie lachen die ganze Menschheit aus, was wir aufführen. Aus eurer Gott. Ich glaube, der lacht sich deppert und denkt, ist wurscht. Weil es gibt überall Krieg, es gibt überall, die was verdursten, verhungern, die beten dauernd an Gott und so und haben aber trotzdem noch Krieg und verdursten und haben Hunger. Darf ich was dazu einmal sagen? Ja. Wenn du dir die Welt ganz genau mal anschaust, guck dir einfach mal die Welt an. Die ganze Welt einfach mal an. Was siehst du in dieser Welt? Du siehst Elend, du siehst Ungerechtigkeit, du siehst Menschen, die sich hassen, Menschen, die sich erschlagen, Menschen, die in der Sünde leben, sich besaufen, Drogen nehmen. Du siehst so viel Ungerechtigkeit. Ja, aber wie kann das denn sein? Weil wir Menschen damals, Adam und Eva, sie haben das Gebot von Gottes missachtet. Gott hat gesagt, ist nicht, pass auf, ist nicht davon. Weil wenn ihr davon isst, werdet ihr sterben. Das war nicht Gottes Plan. Der hat nicht uns so erschaffen, dass wir jetzt, das war unser freier Wille, das war unsere Entscheidung. Wir haben uns das verbockt. Wir haben die Gebote Gottes missachtet, mit Füßen getreten. Das ist die Strafe. Und durch diese Sünde ist die ganze Welt, weil wir in einer gefallenen Welt leben, der Lohn der Sünde ist der Tod, weil alle Menschen haben gelogen, getötet, gemordet, Hochmut, Stolz. Das ist unsere Schuld. Durch den Sündenfall kam das erstmal durch den Sündenfall. Na trotzdem, aber wenn man sich miteinander mehr schaut, ja, wenn man miteinander mehr arbeitet oder schaut oder etwas macht, dann geht es uns besser. Soll ich dir mal was sagen? Wie oft hast du in deinem Leben, sei ehrlich, guck mal, ich höre immer, da sind Kriege und da ist Ungerechtigkeit, aber wie sieht mit dir aus? Ehrlich, wie sieht es mit dir aus? Wie oft bist du an einen Mensch vorbeigegangen, den du abfällig angeguckt hast? Wie oft hast du deinen Nachbarn geflucht? Wie oft hast du
andere Menschen beleidigt? Wie oft hast du dir in deinem Herzen vorgestellt, hoffentlich wird er von einem Auto überfahren. Oh, hoffentlich wird der morgen umkommen. Wie oft hast du dir in deinem Herzen das gewünscht? Wie oft hast du Menschen belogen, betrogen, Hochmut, Stolz? Wie oft? Jetzt musst du dir mal dich selber sehen und alle deine Sünden, die du begangen hast, alles, was du getan hast, das musst du dir mal selber, dich selber mal anschauen. Du würdest einen Herzinfarkt bekommen und denken, was? So bin ich wirklich? Ich bin nicht besser als wie die Menschen da draußen. Ich bin genauso. Weil wir alle sind Sünder. Die Bibel sagt, Amen. Wir alle haben gesündigt. Wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Guck mal, der Unterschied ist, es gibt kleine Sünden und es gibt große Sünden. Vielleicht gibt es Menschen, pass auf, die noch nie einen Menschen getötet haben, die ehrlich ihre Steuern bezahlen, die vielleicht ein paar Mal gelogen haben, einen Bleistift geklaut haben, aber dann gibt es auch wieder Menschen, die haben wirklich einen Menschen getötet, die haben das getan, Menschen missbraucht, aber trotzdem, es gibt große Sünden, kleine Sünden, aber vor Gott sind sie alle gleich. Es ist alle gleich. Nur weil, wenn du einmal gelogen hast, das ist eine Sünde, du bist ein Lügner. Also das heißt, du hast noch nie gelogen, noch nie? Gelogen. Ich hab sogar Gott gespottet. Ich hab sogar den Namen des Herrn missbraucht. Und ich habe immer gesagt, ich schwöre bei Gott und habe immer gelogen als Weltmensch. Ich habe immer gesagt, ich schwöre bei Gott und so. Und ich habe immer den Namen Gottes missbraucht, weil ich gottloses Verhalten. Weißt du, was wir dafür Rechenschaft ablegen müssen, wenn wir den Namen Gottes missbrauchen und sagen, ich schwöre bei dem Gott des Himmels. Das habe ich nicht gesagt. Und wir haben gelogen. Wir dürfen gar nicht mehr. Die Menschen sind Lügner, Betrüger. Amen. Guck mal, ich habe früher genauso gedacht. Ich habe immer anderen die Schuld gegeben. Ich habe gesagt, nein Gott, ich bin nicht so. Aber wir sind noch schlimmer als andere. Guck mal Gott, wenn dir Gott dein Herz zeigen würde, ne, was du alles getan hast, in einem Tag, würde ich sagen, es ist ja unfassbar, ich bin ja richtig verdorben. Weißt du, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Wenn wir das aber nicht tun, dann hast du ein großes Problem. Wir müssen bekennen, dass wir verloren sind, dass wir gesündigt haben. Wir haben nicht gegen Menschen gesündigt, wir haben gegen Gott gesündigt. Wir haben die Gebote missachtet, wir haben das Übersetz übertreten, wir haben gottlos gelebt, gottlos gehandelt, gottlos geredet. Ja, und das hat der Allmächtige alles gesehen. Ich bin nicht besser wie du. Nur der Herr Jesus ist gekommen, weil er weiß, kein Mensch kann durch das Gesetz gerettet werden, weil keiner es halten kann. Er ist gekommen für dich. Verstehst du das? Weil die Religion kann dich nicht retten. Nur der Glaube an den Herrn Jesus Christus rettet dich. Nicht deine Werke, sondern der Glaube. Deswegen ist er ja auch gekommen, ohne Sünde. Und ist für dich ans Kreuz gegangen. Am dritten Tag auferstanden. Nur der Glaube rettet dich. Glaube. Amen, Bruder. Amen. Amen. Aber das heißt auch, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu. Guck mal, das Problem ist, weißt du, du denkst dir, ja, Bibel, Kreuzzüge. Nee. Warte, du denkst dir, Kirche, die das und das getan haben, aber frag dich doch mal, hat der Herr Jesus das getan? Hat er das gesagt? Hat er das uns befohlen? Verstehst du? Mhm. Lest doch mal die Bibel, lern doch den Herrn Jesus kennen. Öffne doch mal dein Herz für den Herrn Jesus Christus. Gib ihm doch eine Chance. Frag ihn doch, Gott, wer bist du? Zeig dich mir, Gott. Wenn es dich gibt, zeig dich mir. Welcher Gott bist du? Komm, ich will dich kennenlernen. Du kannst doch nicht so in den Tod gehen und mach dir doch mal darüber Gedanken. Was, wenn es wirklich eine Hölle gibt, einen Himmel gibt? Was ist dann? Dann hast du ein großes Problem. Weil wie willst du bezahlen? Es gibt keine guten Menschen. Wir leben in einer gefallenen Welt, in einer sündigen Welt. Keiner ist gut, außer Gott allein. Deswegen mach dir darüber ganz große Gedanken. Shalom, Gottes Segen. Hallo. Wie geht's euch, Geschwister? Sehr gut. Danke, gut. Gott sei Dank. Leute, könnt ihr bitte einmal alle folgen und alle einmal den Stream teilen, Leute, dass wir hier auf die 300 Zuschauer kommen. Deswegen, ich sag dir auch, halt dich fern von der Zauberei und Dämonen. Die Wahrsagerei, hör auf damit. Ich sage dir, du verbrennst dir die Hände. Hör auf damit, das sage ich dir. Finger weg von Karten lesen,
Wahrsagerei und so, Leute. Ihr ladet nur Dämonen ein. Ihr öffnet diese geistigen Türen und dann habt ihr selber Schuld. Ihr gebt diesen Schlüssel ab. Moment. Ich habe die Seele an meinen Teufel. Ich habe die Seele. Aber glaubst du an Geister? Aber ich warte, natürlich, das sind Dämonen, die sich als Tote ausgeben. Geister, guck mal, diese Dämonen geben sich als Geister, als Verstorbene aus. Das sind Dämonen. Das heißt, alle Geister, was es auf der Welt gibt, sind Dämonen. Dämonen, gefallene Engel, die sich als Verstorbene ausgeben. Wenn du tot bist, landest du sofort entweder in Hades, dieses Totenreich, dann wirst du aufbewahrt, oder du kommst direkt in den Himmel. So wie der Herr Jesus auch am Kreuz gesagt hat, wahrlich, wahrlich, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Heute noch. Entweder Amen. Da wirst du dieses Totenreich aufbewahrt. Du musst dir vorstellen, du kannst die Hölle jetzt vergleichen mit einem Untersuchungsgefängnis, Untersuchungshaftanstalt. Da landen jetzt alle drin, die ohne den Herrn Jesus gestorben sind. Die ganzen Mörder, Verbrecher, die werden da aufbewahrt und die werden jetzt schon gequält. Steht auch in Lukas. Mit den Reichen und den Armen von Lazarus. Und ich empfehle dir, lest die Bibel einfach. Lest einfach aufrichtig die Bibel. Öffne dein Herz, lest es. Ich würde dir empfehlen, sogar das Johannesevangelium zu lesen. Das Ganze auch eine App runterladen. Du musst nicht in die Kirche gehen, um gerettet zu werden. Also, du musst jetzt nicht in die Kirche da gehen und da eine Pastor oder so. Du kannst überall den Herrn anrufen. Du kannst überall hin. Also, Gott haust nicht in Tempeln, die aus Stein gebaut sind. Du kannst überall den Namen des Herrn anrufen. Und ich würde dir auch nicht empfehlen, in eine Kirche zu gehen, sondern in eine Gemeinde. Eins kann ich dir sicher sagen, braucht keiner retten. Ja, Bruder, ihr könnt auch was dazu sagen. Ja, Leute, ihr wisst, glaube ich, nicht, wie viel auf dem Spiel steht. Ich glaube, es geht hier nicht darum. Ihr habt viel mehr zu verlieren, als dass ihr gewinnt, wenn ihr in den Tod ohne Jesus geht. Ich glaube, das verstehen hier viele nicht. Ihr versteht nicht, dass es ist nicht so, dass wenn ihr in den Tod geht, dass ihr für 3, 5, 10 Jahre gequält wird. Ihr werdet auf Ewigkeit gequält. Auf Ewigkeit. Es wird nie ein Ende finden. Das müsst ihr euch doch mal vorstellen. Alle Wikinger, sagen wir, weiß ich, wie viele Millionen Wikinger gegeben haben, die werden gequält. Nein, nicht die zum Herrn gefunden haben. Die haben ja nicht zum Herrn gefunden, weil die ja, alle an den Tor geglaubt haben. Es gibt doch Wikinger, die zum Herrn gefunden haben. Also man sollte nicht viele. Es gibt gar nicht viele. Entschuldigung. Also, alles gut, sorry. Also man sollte nicht pauschalisieren, es gibt in jedem, und Gott sei Dank, in jedem Volk, in jedem Zeitalter, in jeder Dynastie gab es schon immer Menschen, die zum Herrn Jesus gefunden haben und die auch gerettet wurden. Aber alle Menschen, ob es jetzt das ganze Osmanische Reich, ob es die ganzen Wikinger waren, zu den Zeiten, die nicht zum Herrn gefunden haben, die werden alle gequält, die kommen ins Höllenfeuer. Punkt. Jeder, der nicht von neu geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Punkt, fertig, aus, so ganz einfach. Amen. Punkt. Nein, ich kann nicht mehr. Und auch die denken, dass Religion rettet. Jesus ist nicht gekommen, eine Religion zu supporten, wenn ich mal so blöd sagen darf. Jesus hat euch gezeigt, dass nur der Glaube an ihn rettet. Nur er rettet. Sonst niemand. Keine Orthodoxie, nicht die Evangelien, nicht die Katholiken. Niemand wird euch retten. Nur Jesus wird euch retten. Und nicht der Papst. Genau. Ja, was wir vom Papst halten, das bräuchte ich nicht sagen. Oder, Danny, weißt du, was mir, Entschuldigung, wenn ich ganz kurz was sagen darf, oder Danny, mir ist eingefallen, so, die Katholiken, die verteidigen ja die Kirche und so, weißt du, und lassen sich salben von Priestern, die von einem Satanisten geweiht wurden, Bruder. Das ist mir heute so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Weißt du, was ich meine, Bruder? Es ist heftig, wenn du drüber nachdenkst. Bruder, die verteidigen doch deren Kirchenhaupt, deren Papst und deren Kirche mehr als die Bibel selbst. Ja, das ist schade, Bruder, weil der ist wirklich, also jemand, der sagt, LGBT und so ist okay, dann müsst ihr doch das doch selber sehen, ich verstehe das nicht, Bruder. Und Bruder, weißt du, was das Schlimme ist? Die Menschen, die außerbiblische Quellen brauchen,
um das Wort Gottes zu bestätigen. Legt sich die Bibel etwa nicht selbst aus? Reichen die Worte Gottes nicht oder brauchst du irgendwelche andere Quellen zur Bestätigung? Das ist doch Quatsch. Da bist du doch kein Christ. Hallo? Oh Mann, Alter. Alter, jetzt nimmst du mich ausgerechnet an, obwohl ich denke die ganze Zeit, du nimmst mich nicht an und ich bin am Essen. Ich kann weiterhelfen. Alter, die ganze Zeit nimmst du mich nicht an, Olum. Nein, Olum, hin und her, Olum. Ich muss gehen, tschüss. Tschüss, wünsche dir Gottes Segen. Egal, ich esse jetzt. Komm zum Herrn. Such den Herrn. Ja, ich bin gekommen, um zu konvertieren. Ich komme gleich dazu. Aber nein, ich meine nicht dich. Ich meinte nicht dich. Ich meinte die Frau, die gerade weggegangen ist. Ich bin Moslem, ne? Was bin ich? Moslem? Ich bin halb Türke, halb Deutscher. Ich bin beides. Du bist Moslem und Christ? Ja. Okay. Ja. Und wie schaffst du das, so die zwei Religionen gleich auszuüben? Moment, ich praktiziere gar nichts. Ah, okay. Okay, aber habe ich es gerade falsch verstanden? Du möchtest konvertieren? Ja, ich möchte auch in so einen Swimmingpool so mit dem Rücken reingeschubst werden. So. Genau, pass auf. Darf ich dir darauf antworten, bitte? Pass auf. Alle sehen diese Taufe im Wasser als die wahre Taufe. Die wahre Taufe ist die geistliche Taufe, indem du zum Herrn findest. Das ist deine Taufe, das ist deine Neugeburt. Die Taufe ist nur ein Plus. Das ist nur so ein Versprechen, was du machst, vor Zeugen, dass sie das bezeugen, dass du das auch gemacht hast. Aber die wahre Taufe passiert im Geiste, die machst du selber. Da muss ja keiner sagen, so jetzt hiermit, weil sonst könnte ich ja jeden Ungläubigen einfach mit Wasser besprühen, irgendwas sagen und dann ist der Christ ist geheilt und alles ist gut. Aber so ist es nicht. Richtig. Also ich sage eins, kehrt zu Jesus. Erkennt Jesus an. Ich bin bei Jesus, mein Freund. Was? Tu ich. Ja. Tu ich. Der Herr ist Gott, der Herr ist unser Löser. Ohne ihn geht's nicht. Richtig. Amen. Genau so. Wie gesagt, Fridell, der ist wie du. Fridell, der ist wie du, der ist online und isst so, wie du immer machst. Das ist ja geil. Dass du nicht Hunger. Alles per Computer gemacht. Ja, aber trotzdem hat Bruder, mehr Wunder als euch, weil ihr könnt ja nichts bringen, nur gequatscht. Ey, du brauchst einen Zauberer, der soll dir einen Hasen aus dem Zylinder. Nein, das Wunder ist ja schon. Ja, genau, Bruder. Wenn Menschen tot sind und wieder zum Leben erwächst, dann ist es ein großes Wunder. Also, das nennt man Defibrillator. Religion für nichts. Das ist ja wie in anderen Religionen. Da ist ja jeder Arzt Gott für dich, oder? Wenn er jemand zu Leben wieder zu Leben holt, ist er Gott. Sagt dir doch gesagt, hatte ein Wunder. Er meint jeder Chirurg. Bis jetzt hast du noch nichts geliefert. Solange man du nichts lieferst, dann kann man auch nichts in deiner Religion gehen. Lieferst du mir ein Wunder, bin ich morgen Christ. Pass auf. Weißt du, was das Schöne ist? Weißt du, was das Schöne ist? Du musst selber zum Herrn kommen. Wenn du nicht zum Herrn kommst, musst du damit am Ende zurechtkommen. Ich muss dich nicht dazu zwingen. Dieses Hintergrund. Ich sag, nein, aber guck mal, du bist doch hier hochgekommen, um die Moslems zu bekehren. Wenn ihr keine Wunder aufweisen könnt, wie sollen denn die Moslems bekehrt werden? Die Bekehrung sollte von dir starten, indem du die Schrift liest, sie verstehst und dann selber zu den Glauben an, nimm Jesus an, akzeptiere Jesus. Nicht hinterhergehen, solange ihr nichts aufweisen. Oh, bitte, Danny, merkst du, was wollen die Wunder? Das hat keinen Sinn, weil das, du kommst nicht, du reißt sie sowieso nicht. Eure Wunder sind rar. Also richtig rar. King Mimi. Ja. Selig sind die, die glauben, ohne zu sehen. Vertrauen. Amen. Das ist aber im Endeffekt auch nur ein Gequatsche. Warum denn? Pass auf. Du hast vorhin gesagt, wollen Taten. Aber weißt du, wie unfair du bist? Dann müssen wir auch alle Moslems erwarten. Weißt du, wie unfair du bist? Weil du glaubst irgendwelche scheinheiligen Wunder von deinem Propheten und Wunder von unserem Herrn Gott, die siehst du nicht. Nein, Mann. Dann hol mir Mohammed her. Da sollen wir ein Wunder machen und dann glauben wir. Hol mir Mohammed. Ich habe
Hör, ich habe eine kleine Sache von dir verlangt. Komm, Mohammed, das müssen wir munter machen. Nein, das müssen wir munter machen. Nein, Mohammed Zuletzt, komm, ich will ein Bundesinter. Hallo, habe ich dir denn gesagt, dass meine Religion richtig ist und von meiner Religion rein? Hör dir nicht zu. Nein, nein. Ich habe dich gerade was gefragt. Bin ich hochgekommen und habe dir gesagt, meine Religion ist hundertprozentig richtig, komm, meine Religion, habe ich nicht gesagt. Du willst mich bekehren, nicht ich. Nein, ich will dich doch gar nicht bekehren. Du denkst nicht, du denkst, alle möchten nicht bekehren. Wir möchten nur das Evangelium. Ich sage dir das Evangelium. Du kannst das glaubst, doch nicht verbreiten, wenn das nicht richtig ist. Ob du dann glaubst, warte bitte, ob du dann glaubst. Glaub an nichts. Das bleibt an dir selber. Das bleibt an dir selber. Das ist das, was du nicht verstehst. Es ist leicht, in irgendeine Religion zu gehen und zu sagen, okay, ich glaube jetzt nicht. Und dann bist du vor Gott und sagst, ja, aber Herr Gott, ich war von einer Religion und da hat zu mir gesagt, ich soll mir glauben. Ich habe das von mir getan. Aber nein, nein, hier geht es um Glauben, Bruder. Um Glauben, nicht Religion. Das liegt dann an dir, ob du den Glauben verstehst. Der Typ möchte Dings hier Wunder. Er will irgendwie ein Hokuspokus, weißt du so. So ja, wir nehmen hier eine Frage, Bruder. Müsste es dann nicht auch ein Wunder sein, dass Häuser gebaut werden? Du kennst ja den Erschaffer nicht. Wie jetzt? Meinst du den Architekt oder was jetzt? Ja, Bruder, er braucht ein Wunder, Bruder. Alles auf dieser Welt, was geschaffen wurde, hat ein Erschaffer. Nicht ja, baut sich ein Zollstock an. Meinst du? Ein Zollstock? Ja. Natürlich, ein Zollstock, alles klar. Ja, aber nach Maß gebaut, oder nicht? Oder das, ich finde, das ist irgendwie gar nicht lustig. Das ist gerade ein ernstes Thema. Das ist gar nicht lustig. Ich sag's dir doch so, wie es ist. Willst du jetzt sagen, dass das ein Wunder ist, wenn man ein Haus baut, oder was? Kannst du ein Haus bauen? Ich glaube, das kann nicht jeder, oder? Ich kann ein Baumhaus bauen, ja. Das könnte ich doch hinkriegen. Baumhaus, wunderbar. Ja. In begrenzten Maßen kann jeder was bauen. Aber eine ganze Welt, aber Bruder, du kannst mir doch nicht erzählen. Ich rede nicht von der Erde. Wenn du die Erde meinst, das ist Matrix. Das ist Matrix. Dennis, greif ein, sag was. Jesus Christus. Das ist für dich Matrix, die Welt. Ja, in gewisser Maße schon, ne? Okay. Die Parallelwelt. Ne? Am Tank des Parallelwelten. Entschuldigung. Warte mal kurz. Jetzt kommt die Apokalypse. Also am Tag des jüngsten Gerichts wirst du wie so ein Hummer so in so einen Feuerofen geschoben, im Feuermeer, ne? Barfuß wirst du dann reinlaufen. Komm, wird er sagen, der Sensenmann. Gell, gell, sagt er dann, gell. Komm zum Meer, dann musst du dir keine Sorgen machen. Nein, genau. Ich will Wunder sehen. Ja, wir haben. Da geht's in der Zaubershow. Bis jetzt wurde noch nichts geliefert. Ihr seid rar mit Wunder. Ja, Bruder, hol ihn raus, bitte, Bruder. Ja, bringt nichts. Er will Wunder. Was für Wunder willst du? Ich kann es nicht rausholen, weil im Endeffekt könnt ihr ja nichts liefern. Was für Wunder? Willst du eine Wundertüte oder was willst du haben jetzt? Was für Wunder willst du? Ich will eigentlich Wunder sehen, dass die Menschen wieder, die gestorben sind, wieder zum Leben erweckt werden. Damals vor 2023 Jahren. Alter, das, was du erzählst, ist ja Zombies wiederbeleben. Was ist das denn, Mann? Naja, das hat doch hier Jesus gemacht. Der glaubt doch hier daran. Naruto Shippuden, Alter, diese Holzgeister da. Hör mal zu. Pass auf. Wunder ist doch um uns herum alles, das ganze Leben. Die Menschen, die Tiere, die Luft, die Meere. Ja. Und die Autos, was? Alter, du bist ja dumm. Ach, was bist du denn gelangweilt? Und die Autos sind aber auch ein Wunder, oder? Ein Zweitaktmotor. Und das haben Menschen erbaut. Was ist denn daran ein Wunder? Wo du jetzt telefoniert hast, haben Menschen erbaut. Gott sei Dank, dass die Politiker an der Macht gekommen sind und uns die Technologie überliefert haben. Wären wir an die Religion geblieben, wären wir immer noch mit Hammer und Meißel. Ach, komm, hör auf zu spinnen. Das ist doch eine Bronzezeit oder was? Was labert ihr denn da? Wäre es nicht besser, wenn ich labere, was ich will? Mama, bist du ein Berliner? Hör mal, was hat denn die Technologie mit dem ganzen Glauben hier zu tun? Hast du eine Macke oder was? Ich muss den rausschmeißen. Das hier für mich sehr groß. Das ist für mich komisch. Ja, wie der vorhin schon gesagt. Der hat uns alle heftig beleidigt vorhin. Der hat uns alle als H-Punkt-Funktionen benannt. Ich will ein Wunder sehen. Wie ein Kleinkind. Ich will ein Wunder sehen. Ich will ein Wunder sehen. Ich hab ein Wunder für ihn. Zieh mal an meinen Finger. Du kannst gleich hören, was passiert. Ja, okay. Hast du dann eine Frage? Ja, genau. Ja. Wer? Ja, du. Wie? Nee. Ich hör zu. Ich bin hier.
Ja gut, weil ich hole jetzt noch jemand anders rein. Auf jeden Fall die Frage. Oh, nee, nee, ich habe jetzt von neu geboren, gewartet, dass ich mal einmal hier live kann mit dir. So schnell ist jetzt nicht Feierabend hier. Ich will auch hier ein Wörtchen mitsprechen. Na ja, Olum, weißt du noch, Olum? Wie oft ich dir gesagt habe, nimm an, nimm an. So. Warte mal, warte mal. Was sind denn diese Zombies auf einmal? Nimm mal bitte die Anfrage an, Leute. So, pass auf. Ich muss sowieso gleich duschen gehen und so weiter. Wir hören uns später. Ade. Ja. Ciao, ciao, ciao. 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 Ja. So. Wo ist denn der jetzt? Ja, ich lüfte an. Bruder, aber heute wieder so ein verrückter Tag bei dir. Ja. Bruder, heute ist wieder so ein verrückter Tag bei dir, Bruder. Ein ganz normaler Stream, also. Ja, da schreibt jemand, hat ein paar Fragen, aber der war schon sehr oft bei uns drin, der hat eigentlich immer die gleichen Fragen gestellt. Ja, vielleicht hat er jetzt neu aufgeschrieben, weißt du, Bruder? Ja. Ja, ich kann nur sagen, Leute, entscheidet euch für den Herrn Jesus Christus, nicht gegen den. Also entscheidet euch für ihn, nicht gegen ihn. Und lest einfach mal aus die Bibel, Leute, und lasst euch nicht manipulieren, verführen, sondern kommt zu dem Herrn Jesus Christus. Bring deine Seele in Sicherheit, werde von neu geboren, werde ein Kind Gottes. Und das ist sehr, sehr wichtig, diese bewusste Entscheidung zu treffen. Amen, Bruder. Amen. Sehr wichtig. Da geht es um die Ewigkeit, oder? Um die Ewigkeit. Ja, die machen sich aber nicht. Die machen, genau. Es hört sich dumm an, aber was haben denn die Leute zu verlieren, wenn sie an den Herrn Jesus Christus glauben? Was verliert man denn? Bruder, das frage ich auch immer. Im Zweifel glaube ich doch. Im Zweifel glaube ich doch einfach mal. Dann mache ich das einfach und glaube ihn dann. Und dann schau, ob sich was verändert. Dann guck, ob sich was verändert. Wenn sich nichts verändert, hast du doch nichts verloren. Also was hast du dann verloren? Gar nichts. Bruder, die Menschen verlieren nicht. Sie gewinnen, sie kriegen ja das größte Geschenk, was es überhaupt gibt. Ich weiß es, Bruder. Ich weiß es. Ich weiß es. Amen. So ist es. Ich weiß es. Aber die nicht. Das ist das Problem. Die verstehen das nicht. Ach, Raoul, meine Identität würde ich verlieren. Raoul, ich bin auch ehemaliger Orthodoxe gewesen. Ich bin Assyrer. Aber meine Orthodoxie habe ich fallen lassen. Meine Nationalität ist mir egal. Ich bin Christ. Alles andere interessiert mich nicht. Amen, Bruder. Vor allem so, deine Identität hast du vom Herrn Jesus Christus, von niemand anderem selbst. Das heißt ja, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ganz einfach, wir sind verheiratet. Amen. Genau. Wir sind dieser Welt abgestorben und sind in Christus eine neue Schöpfung. Amen. Depression, Ängste. So. Also wenn jemand hier drin ist und am Ende ist und meint, er ist komplett am Ende und kann nicht mehr, egal was du hast, Sorgen, Kummer, Ängste, Depressionen, Alkoholprobleme, Drogenprobleme, der Herr Jesus Christus sagt, kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch meinen Frieden geben. Kommt zu dem Herrn Jesus Christus und er kann dich frei machen. Du musst dich entscheiden. Du wirst nicht als Christ geboren, sondern du entscheidest dich, ein Christ zu werden, indem du den Herrn Jesus Christus nachfolgst. Deine Taufe wird dich nicht retten, dein Kreuz tragen wird dich nicht retten, dein Lippenbekenntnis wird dich nicht retten, sondern bist du von neu geboren. Glaubst du an den Herrn Jesus Christus? So. Was ist denn, was sind denn hier für Leute eigentlich hier drin? Aber die kommen leider nicht rein. Schade. Ja, Leute, auf jeden Fall. Ich werde mir auf jeden Fall gleich Chicken Wings holen, um auch mich wieder zu stärken, Leute, damit ich auch wieder Kraft tanke. Und hat der Bruder der Hunde gemacht. Was? Ja. Hat der Bruder der Hunde gemacht. Der Bruder Danny, der liebt Chicken Wings. Ja, ich habe wirklich Hunger bekommen. Das kostet auch sehr viel Kraft, Leute. Und da muss ich auch gleich wieder losgehen. Der Danny, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Pass mal auf. Also, ja, ich komme gleich wieder live. Ich komme ja gleich wieder live.
Guck dir das mal an. Du kannst nur kurz sagen, was ich meine. Dieser Barcode ist oder nicht? Er hat neue Fragen. Fetter Gewitter. Warte mal. Ja, okay, Leute, ich komme gleich wieder. Mhm. Weil ich will einmal ganz kurz losgehen. Ich muss einkaufen. Leute, ich bin auf jeden Fall gleich wieder online, so um 7 Uhr. Wenn ihr wollt, könnt ihr wieder vorbeischauen. Das wäre interessant. Ja. So Leute, ich muss so oder so mein Handy laden, hat 7%. Dann wollte ich auch noch ein Video hochladen über UFO. Ich musste das Video löschen. Folgt mir mal auf diesen Account, Leute. Leute, folgt alle dem Bruder Danny. Und kommt später wieder alle rein. Bruder, ich folge dir. Bruder, ich folge dir. Ich werde ein Video hochladen über UFO, wo er über Bluttrinken redet. Sehr gerne. Danny, gut, dann verabschiede ich mich, Bruder. Ich komme dann später auch nochmal mit rein. Ja, hier Leute, bitte alle folgen. Heute kommt ein Video, das lade ich gleich hoch, Leute. Alle bitte folgen und screenshotten. Leute. Nein. Bruder Danny, ich wünsche dir dann Gottes Segen. Ich fahre ins Training, Bruder Danny. Okay. Ich wünsche euch Gottes Segen im Chat. Ciao, Bruder, bis später. Einfach nur Dennis JK8. Einfach nur eingeben. Dennis JK8. Das könnt ihr nochmal screenshotten. Hier, Leute. So. Einen Moment. Hier. So, Leute, dann werde ich hochladen von UFO. Jetzt werde ich mir Chicken Wings holen. Ich muss mich stärken, Leute, weil meine Kraft ist gerade komplett ausgesaugt und mir geht es auch nicht so gut, Leute. Ich habe starke Schwindelanfälle, dafür könnt ihr auch noch mal beten. Und sonst sehen wir uns gleich, Gottes Segen. Und bitte alle folgen hier, Leute. Einmal alle das folgen. Und danke, die alle das mein Stream teilen, liken und die mir auch folgen. Der Herr segne euch reichlich, dann sehen wir uns gleich, Leute. Gottes Segen. So.